Herzlich willkommen zur großen Radio 1 Satire-Show. Heute mit Chin Meyer, Peter Zudeik, Siegfried und Joy, Katie Freudenschuss und Timo Wopp. Talkgäste Nikolaus Blome und Jürgen von der Lippe. Und nun begrüßen Sie den Haarspender von Christian Lindner, Florian Schröder. Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der großen Radio 1 Satire-Show live im Tipi am Kanzleramt und für Millionen zu Hause vor dem Video-Livestream auf radio1.de. Weltweit sind wir heute zu sehen und ich weiß, heute gucken sehr viele Leute zu, denn morgen ist Feiertag in ganz Deutschland. Morgen ist Reformationstag. Wir alle wissen, was das für ein Tag ist. Das ist der Tag, an dem Luther wieder auferstanden ist. Ja. Einfach damit wir auch bildungsmäßig, was Religion angeht, auf der Höhe sind heute Abend. Für uns vor allem ein Grund, dass heute sehr viele Zuschauer dabei sind, weil viele sagen, morgen kann ich ja ausschlafen. Nein, Luthergedenken. Ab morgens um 6, ganz wichtig, egal wie spät es heute wird. Und ich freue mich, dass mein lieber Freund Enno Bunger hier drüben, ein Riesenapplaus bitte für Enno. Also mir wurde beigebracht, 1517 hat Martin Luther irgendwie 95 Kürbisse vor die Kirche gelegt. Wahrscheinlich. Ich freue mich, dass du heute Abend die Frisur von Christian Lindner übernommen hast. Heute Enno im brandneuen FDP ist wieder da Look. Ja. Wer diese nicht mit Brille. Der Zeit geht, geht mit der Zeit. Diese Brille, wer hat dir die eigentlich ausgesucht? Ist die von Hermann Otto Solms geklaut oder was? Ich habe Karl Theodor zu Gutenberg geklaut. Also im Grunde ist das ja Lothar Matthäus als Nebenprojekt, ne? Von ihm quasi. Und dann die Frisur. Enno, wirklich, du wirst seriös. Demnächst auf Tour zusammen mit Florian Silbereisen und Helene Fischer. Enno Bunger, meine Damen und Herren. Das war's mit dem Underground. Das war's mit Indie. Aber sprechen wir über Politik, es sind noch fantastische Tage. Wir haben keine Regierung, aber einen neuen Bundestag. Die Regierung gibt es nicht, ist auch gar nicht schlimm, merkt man es? Nee, also ich persönlich merke es nicht. Ist auch wurscht, oder? Die alten Minister entlassen den neuen nicht. Da, in Italien Normalzustand, was soll denn das? Und jetzt haben wir aber einen neuen Bundestag, habe ich letzte Woche gesehen. Es gab die konstituierende Sitzung und vor allem wir haben, und das freut mich besonders, einen neuen Bundestagspräsidenten, der wirklich auf der Höhe ist. Muss ich selber drücken? Ja. Tja, ab jetzt wird selber gedrückt. Der Schäuble ist jetzt Teil einer Drückerkolonne. Nicht? Ja, der älteste Mann im Deutschen Bundestag darf auch Bundestagspräsident werden. Das ist sehr konsequent. Er selber sagt ja, schauen Sie, mir können Sie nichts vom Äffle und vom Pferdle erzählen. Ich bin so lang dabei, ich habe damals schon den Vertrag von Versailles persönlich mit unterschrieben. Was soll's? Schäuble als neuer Bundestagspräsident, ich muss sagen, ich finde es großartig, nachdem er ja so liebevoll verabschiedet worden ist von seinen alten Mitarbeitern im Bundesfinanzministerium. Die haben, und das ist kein Fake, die haben eine schwarze Null für ihn aufgebaut. Sowas kann nur blödsinnigen Beamten aus einem Ministerium einfallen. Was ist das? Da siehst du sie zusammensitzen, weißt du, so schwäbische Mitarbeiter von Schäuble. Was könnte man machen zum Abschied? Ha, man könnte dem was schenken. Neu, da gäbe man Geld aus. Das mag er nicht. Ne? Neu, komm, wir stellen uns in den Kreis und machen die schwarze Null. Wir heben uns an der Hand, oder? Das ist kreativ. Aber man muss der Fairness halber dazu sagen, an anderer Stelle haben sie wirklich Geld ausgegeben. Sie haben sogar die komplette Berliner Feuerwehr engagiert und die hat Wolfgang Schäuble eine Fontäne gemacht zum Abschied, wie man sie noch nicht gesehen hat. Man sieht ihn hier klein im Bild, wir haben ihn ein bisschen vergrößert. Ja, das ist der Innenhof des Finanzministeriums. Man erkennt sofort, da sitzt Schäuble, da ist die Feuerwehr, alle haben sich aufgestellt, um ihn nochmal zu verabschieden. Und wenn Sie jetzt sagen, Moment, langsam, das Bild habe ich doch in anderem Zusammenhang gesehen. Ja, es gab Lügenmedien, die behauptet haben, dass er auf dem Flughafen Tegel am Freitagabend gewesen, nach Landung der letzten Air Berlin-Maschine. Wer das behauptet, lügt. Ja, es war alles für Schäuble. Und jetzt ist er weg. Ah, dafür Bundestagspräsident und sorgt dafür, dass er über die Parteispenden
Also er darf jetzt aufpassen auf die Parteispenden. Das ist konsequent, dass er jetzt zuständig ist für Parteispenden, nachdem er ja damals selbst von einem dubiosen Waffenhändler eine 100.000 D-Mark-Spende angenommen hat. Ist das richtig? Er selber sagt, was soll die Diskussion? Natürlich ist das richtig. Das heißt doch immer, Politiker hätten keine Ahnung von dem, was sie tun. Ja? Und jetzt kommt mal ein Experte für Parteispenden und schon ist es auch wieder nicht recht. Wobei man sagen muss, Schäuble ist ja noch harmlos gegen die Causa Kubicki. Wolfgang Kubicki will ja der neue Finanzminister werden, ist aber gleichzeitig ein sehr angesehener Rechtsanwalt und verteidigt in seiner Rolle als Rechtsanwalt unter anderem Hanno Berger. Das ist der Mann, der die Cum-Ex-Geschäfte ins Leben gerufen hat. Diese hochillegalen Geschäfte, mit denen man mehrfach die Kapitalertragssteuer sich zurückzahlen lassen konnte und so den Fiskus bescheißen konnte. Ich habe das Prinzip so richtig bis heute nicht verstanden, aber auf jeden Fall sind dem Fiskus 10 Milliarden entgangen über diese hochillegalen Geschäfte. Und Kubicki ist der Rechtsanwalt von Hanno Berger, der diese Geschäfte erst ins Leben gerufen hat. Kubicki sagt aber, wenn er Finanzminister ist, dann möchte er dieses Mandat trotzdem weiterführen. Das ist in etwa so absurd, wie wenn sich Harvey Weinstein als Chefredakteur bei Emma bewerben würde. Gut, dass Kubicki sonst ziemlich bescheiden geworden ist, oder? In meiner eigenen Bescheidenheit sage ich, wir können alles, ich kann auch Kanzler. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Selten habe ich meine Freundin, weiß auch nicht so genau, so geschätzt wie in diesem Moment. Als ich diesen Satz gehört habe, dachte ich, besser, wenn sie es macht. Die FDP ist großartig. Sie wollen 3 Ministerien haben, habe ich jetzt gelesen, bei Jamaika. 3 Ministerien, Finanzen, Bildung und irgendwas mit Internet. Also irgendwas, was es Christian Lindner ermöglicht, weiterhin umsonst WLAN zu kriegen. 3 Ministerien. Und ich dachte, Moment, das ist doch ein Rechenfehler. Da fehlen doch genau 2 Leute. Wer ist denn übrig außer Kubicki und Lindner? Lindner muss Fraktionsvorsitzender werden, Kubicki Finanzminister und der Rest? Vielleicht ist auch das einzige Ziel der FDP im Moment, dass in Zukunft einfach schon 10-Jährige die Steuererklärung der eigenen Eltern digital in der großen Pause erledigen können. Wenn das in 4 Jahren erledigt ist, dann ist die FDP zufrieden, dann hat sie ihr Ziel erreicht. Was kann die FDP in einer Jamaika-Koalition? Viele haben Angst vor diesen Hasardeuren, unter anderem Cem Özdemir von den Grünen. Jetzt geht es erstmal darum, dass man sich kennenlernt. Die FDP war die letzten 4 Jahre ja nicht so oft in Berlin. Genau. Deswegen hoffen wir auch immer noch drauf, dass das Navi vom Lindner irgendwann verreckt und dann kommt er gar nicht mehr zu den Sondierungsgesprächen. Ja, die waren nicht so oft da. Und jetzt müssen sie auch noch, die Jungs von der FDP, neben der AfD im Bundestag sitzen. Da habe ich sehr gelacht. Da haben sie sich ja sehr drüber aufgeregt. So, was haben wir denn neben der AfD verloren? Das ist ja wohl völlig falsch. Nein, nein, nein. Das ist schon von einer höheren Macht vorherbestimmt. Das ist der richtige Platz für die FDP. Man darf nicht vergessen, dass Christian Lindner seit Jahren bei jedem Dreikönigstreffen betont hat, dass die grenzenlose Aufnahme von Flüchtlingen durch die Kanzlerin der Untergang des Abendlandes ist. Er hat immer wieder betont, dass Europa dringend aus dem Euro raus muss, hat in bestem AfD-Wording gesprochen und hat mitten im Wahlkampf ein Interview gegeben, wo er sagte, alle Flüchtlinge müssen zurück. Er wollte immer dem alten FDP-Wahlkampfmotto folgen, rechts blinken first, bedenken second. Aber ich sage, gerade in diesen Zeiten neuer Erfolge, FDP, bitte, erinnert euch an eure Geschichte. Wer in der FDP zu weit rechts segelt, sollte immer einen Rettungsschirm dabei haben. Gerade die jüngeren Zuschauer hier im Tippi, also alle 3, haben Probleme mit dieser Pointe. Weil sie sagten, damals war ich doch erst 7 Jahre alt. Macht nichts, für die 3 erklären wir den Gag in der Pause. Nochmal. Die FDP ist mittlerweile sowas wie die AfD des reichen Mannes. Sieht nur besser aus, ja, und sieht lustiger aus. Und dass die neben der AfD sitzen, mein Gott, sitzt man halt neben der AfD. Ich konnte dieses Hickhack sowieso nie verstehen jetzt nach der Wahl. Jetzt sitzt die AfD im Bundestag. Die Nazis sitzen wieder im Bundestag. Ja und, Freunde, was ist das für ein albernes Getue? Wir hatten immer Nazis im Bundestag. Sie waren einfach nur besser getarnt als jetzt. Ja, das ist alles. Sie waren immer da. Jetzt sitzen sie halt offiziell da. Ja, 12% sind scheiße. 12%, das heißt, jeder 8. hat sein Hakenkreuz bei der AfD gemacht. Ja, das ist nicht schön, aber auch kein Weltuntergang. Denn wir haben doch so viel Glück in Deutschland. Wir haben doch das Glück, dass wir hier bei uns die dümmsten Rechtspopulisten Europas haben. Was wollen wir denn mehr? Guck dir allein an, wie die Petri am Tag nach der Wahl einfach gegangen ist. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Zuerst haben Sie Lucke den Kopf kürzer gemacht, jetzt haben Sie Frauke Petri den Kopf kürzer gemacht. Und ich finde persönlich ziemlich gut, dass die AfD auch intern genau die Abschiebequote erfüllt, die sie bei Flüchtlingen anwenden will. Ist doch alles gut. Man muss immer festhalten, privat habe ich immer gesagt, das Wahlergebnis privat ein Albtraum. Wirklich richtig scheiße, aber beruflich für mich ein Traum. Ich sage, die nächsten 4 Jahre werden großartig. Wir werden so viel Spaß haben mit der AfD. Freut euch drauf. Weg von dieser moralischen Beklemmung. Oh, jetzt haben wir nicht mehr aus unserer Geschichte gelernt. Was soll das? Wir hatten immer einen Vollidiotenanteil von 20-25%. Ich habe diese Tage nochmal nachgelesen. Es gab eine Allensbach-Studie 1995. Da stand drin, dass 20% aller Deutschen latent antisemitisch und oder ausländerfeindlich sind. Ja, 19-20%, manchmal 25%, da ist 12% noch ein Geschenk. Ja, jetzt sind sie halt da. Aber wir müssen trotzdem festhalten, jeder AfD-Wähler ist ein Rassist. Das ist mir wirklich wichtig. Und jetzt kommt noch eine Begründung. Das ist jetzt wichtig. Ich sage extra, es kommt eine Begründung. Das ist ganz entscheidend, weil Begründungen sind heute nicht mehr so angesagt. Begründungen sind oft Teile von Zusammenhängen und da steigen viele aus. Da ist, was, er hat es begründet? Egal, ich habe nur den einen Satz gehört. Ich habe nämlich diesen Satz, jeder AfD-Wähler ist ein Rassist, neulich auch mal im Fernsehen gesagt, mit Begründung. Und pass auf, und dann kam mir diese ganze, heute Abend sind wir unter uns, es war im ersten deutschen Fernsehen in einer Produktion des Bayerischen Rundfunks, da wusste ich, das wird schief gehen, ich habe es trotzdem gemacht. Super, und dann habe ich also gesagt, jeder AfD-Wähler ist ein Rassist, Begründung, nicht weil er zwangsläufig selbst rassistische Überzeugungen hat, sondern einfach nur, weil er einer Partei eine Stimme gibt, die nachweislich Faschisten und Rassisten in ihren Reihen fördert und duldet. Deshalb ist jeder AfD-Wähler ein Rassist. Punkt. So, das ist der Satz. So, und dann haben wir diese AfD-Fuzis, die sich dann doch angesprochen gefühlt haben, haben mir dann die Facebook-Seite voll gespammt. Arschloch, ich bin auch AfD-Wähler, aber ich bin gar kein Rassist. So haben sie reingeschrieben. Ich bin gar kein Rassist. Dann haben wir alles groß geschrieben. Die schreiben immer nur in Versalien, alles immer groß geschrieben. Ich bin gar kein Rassist. Und dann mehrere Ausrufezeichen hintereinander. Haben sie aber nicht lang genug auf die Shift-Taste gedrückt. Dann sind mal 1 Ausrufezeichen, 1, 1 Ausrufezeichen, 1. Das haben die bei Till Schweiger gelernt, ja. Im Till Schweiger Social Media Kurs haben wir das gelernt, immer Ausrufezeichen. Und weil sie so hektisch sind, vergessen sie immer die Shift-Taste zu drücken. Da haben die mir das reingeschrieben, ich bin kein Rassist. Bis heute zähle ich die Rechtschreibfehler, ich bin immer noch nicht durch. Bis heute. Aber jetzt ist halt wichtig, wir müssen differenzieren jetzt. Bei so vielen Parteien und so vielen Delegierten im Bundestag wie noch nie, wir müssen wirklich differenzieren. Und ich fordere auch heute Abend uns, die öffentlich-rechtlichen Sender auf, uns, die ARD, fordere ich auf, lasst uns differenzieren. Lasst uns in Zukunft einfach dafür sorgen, dass es der Zuschauer leichter hat. Ich bin als Erkennungsmerkmal für einen Beitrag über die AfD dafür, dass so eine Wehrmachtsstimme spricht. Dann heißt es, Herr Gauland hat in einer offiziellen Stellungnahme gesagt und dann kommt Gauland, wir werden Sie jagen. Der wird übrigens Heinz Sielmann immer ähnlicher, habe ich das Gefühl. Gauland klingt wie Heinz Sielmann besoffen. Wir werden Sie jagen. Ja, muss man ein bisschen leiser machen. Wir werden Sie jagen. Ich weiß nicht, was der säuft, bevor er im Fernsehen steht, aber er klingt immer so. Wir werden Sie jagen. Wenn irgendwann einer im Fernsehen steht und sagt, die von der AfD sind possierliche Tierchen, dann wissen wir, jetzt ist schiefgegangen. Ne? Also, Differenzierung. Wenn ein Beitrag im Fernsehen läuft über die AfD, spricht eine Wehrmachtstimme. Wenn es um die FDP geht, wird das Bild schwarz-weiß und ein Typ führt Herrenmode vor. Dann wissen wir FDP. Enno Bunga, meine Damen und Herren. Fantastische Gäste in der Radio 1 Satire-Show. Jürgen von der Lippe wird heute Abend bei uns sein und ich freue mich sehr, dass Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung als Talkgast später kommt. Außerdem haben wir Katie Freudenschuss. Timo Wopp ist heute Abend bei uns, weil der liebe Kollege Till Reiners, der angekündigt war, leider kurzfristig erkrankt ist. Jetzt aber freue ich mich erstmal auf einen Kollegen, der ein Programm hat, das den Titel trägt Macht, Geld, Sexy, Macht, Ausrufezeichen, Geld, Ausrufezeichen und dann Sexy, Fragezeichen. Er ist sozusagen der Finanzdienstleister unter den Kabarettisten und in seinem Programm geht es um Scheinwelten. Achtung, Wortspiel, ich freue mich auf Chin Meyer. Herzlich willkommen.
Dankeschön, herzlich willkommen. Ja, Florian hat es sehr schön gesagt, wir sollten differenzieren. Und das ist wahr, weil wir umgeben sind von Dingen, die wir manchmal falsch einordnen. Geld zum Beispiel. Das ist eine Scheinwelt. Haben Sie sich mal überlegt, weshalb das Ding Geldschein heißt und nicht Geld vorhanden sein? Ja. Oder eine andere Scheinwelt. Wir nehmen uns als emotionale Wesen wahr, die miteinander in Kontakt sind, die sich aufeinander beziehen. Wenn es gut läuft, haben wir Partner. Aber stellen Sie sich mal ganz ehrlich die Frage, wen haben Sie heute häufiger angefasst? Ihren Partner oder Ihr Smartphone? Ja, und diese Technik übernimmt immer mehr Macht über unser Leben. Die nächste ist nicht nur das Smartphone. Das nächste Ding, was kommt, was uns bestimmt, ist das Smart Home. In Ihrem Smart Home haben Sie dann einen Smart Fridge, also einen intelligenten Kühlschrank, der merkt, wenn Butter und Milch zur Neige geht und dann selbstständig nachbestellt. Und wissen Sie was? Ich frage mich, wann die ersten Leute verhungern, weil das Ding auf dem Betriebssystem von Windows läuft. Aber es hört ja nicht bei dem Smartphone auf, es geht weiter. Es ist irgendwie Smart Electricity Management, das merkt, wenn es dunkel wird, das Licht hochregelt. Smart Heating merkt, wenn es kühl wird, macht die Heizung warm. Die Smart City ist auch da, da ist auch alles vernetzt. Sie haben ein Smart Water System, ein sparsames Wassersystem, Smart Garbage, eine intelligente Müllentsorgung. Neulich kommt eine Freundin zu mir und sagt, weißt du was, man kann sich diese ganzen blöden Smart Technologies einfach mal sparen, wenn man eine neue Software entwickelt namens Smart Husband. Ja, Smart Husband, also ein intelligenter Gatte, der merkt, wenn Butter und Milch im Kühlschrank zur Neige geht und dann selbstständig einkauft. Hallo? Smart Husband merkt, wenn es dunkel wird, macht das Licht an, merkt, wenn es kühl wird, regelt die Heizung hoch, bringt auch mal den Müll runter und spart Wasser. Und das Schönste, Smart Husband ist zu 100% biologisch abbaubar. Ja, die Frauen finden das Konzept in der Regel ziemlich gut, die Männer sind sich da nicht ganz so sicher. Ich habe zu meiner Freundin auch gesagt, weißt du was, ja, ist eine schöne Idee, aber für die Entwicklung von Smart Husband brauchst du einen Prototyp und den musst du erstmal finden. Ja, und ich weiß schon, dass irgendein arbeitsloser Theaterwissenschaftler im Prenzlberg jetzt denkt, ich stelle meinen Körper der Forschung zur Verfügung. Scheinwelten. Ja, die ganze Technik, andere technische Entwicklungen sind allerdings schon weiter. 3D-Drucker setzen an zum ganz großen revolutionären Sprung. In China steht bereits die erste Villa komplett aus einem 3D-Drucker gedruckt. Und demnächst werden die auch körperliche Organe drucken können. Bioprinting nennt sich das. Ich denke, das wird eine schöne Zeit. Ne, da kommen sie nachts stockbesoffen nach Hause, schmeißen den Drucker an, schütten oben ein paar Stammzellen rein, drucken sich eine neue Leber aus, machen die Klappe auf, setzen das System ein und der Kater wird zum Kätzchen. Kann toll sein. Gut, oder die nächste Entwicklung, künstliche Intelligenz. Da habe ich Fragezeichen. Ich denke immer, mein Gott, ist die Menschheit schon bereit für künstliche Intelligenz, wo natürliche Intelligenz noch dermaßen in Kinderschuhen steckt? Und da sind ja auch Sachen schiefgelaufen. Frühe Versuche, Bioprinting mit künstlicher Intelligenz und einem Toupet zu kombinieren, scheiterten. Der Prototyp floh aus dem Labor und ist heute Präsident der Vereinigten Staaten. Und damit sind wir in der nächsten Scheinwelt, Demokratie. Der Mann hatte 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Und ich frage mich immer, mein Gott, wie würden wohl die Amerikaner reagieren, wenn in einem anderen Land ein psychisch auffälliger Autokrat mit ausländerfeindlichen Ansichten, Zugriff auf Massenvernichtungswaffen und einer bescheuerten Frisur an die Macht kommt? Ich sage Ihnen, wie Amerika reagieren würde. Amerika würde diesem Land helfen. Helfen, die Demokratie wiederzufinden. Hat nicht auch uns einst Amerika geholfen, als wir von einem psychisch auffälligen Autokraten mit ausländerfeindlichen Ansichten Zugriff auf Massenvernichtungswaffen und einer bescheuerten Frisur regiert wurden? Ja. Da kam der Ami und hat uns befreit und das war gut so. Und ich finde ganz ehrlich, wir schulden Amerika auch noch einen kleinen Gefallen. Und ich freue mich, dass Berlin heute mein Kriegstreiben unterstützt, aber es sind ja nicht nur wir, denen Amerika geholfen hat gegen objektiv schlechte Regierungen. Amerika hat ja einigen Ländern geholfen, um nur eine wenige zu nennen, Vietnam, Korea, Afghanistan,
Iran, Irak im ersten Irakkrieg namens Operation Enduring Freedom, Irak im zweiten Irakkrieg namens Operation Desert Storm in einer Koalition der Willigen, Libyen, Somalia, Bolivien, Chile, Honduras, Nicaragua, Panama, nochmal Honduras, nochmal Nicaragua, nochmal Panama, die hatten sehr viele schlechte Regierungen, da musste ständig geholfen werden, das war auch ein bisschen anstrengend für unsere amerikanischen Freunde. Und wir tun uns zusammen mit all diesen Ländern, nicht in einer Koalition der Willigen, aber in einer Koalition der Billigen. Was auch so ein Stück weit unsere Bewaffnung reflektiert. Korea liefert als Nahkampfwaffe das Samsung Galaxy Note 7. Und dann marschieren wir in einer militärischen Friedensinitiative in Amerika ein und wir nennen es Operation Ensuring Freedom. Und ich denke, das ist ein großes, ein hehres Ziel und man möchte rufen, ja, Oshé, mach schon mal die Luftwaffe klar. Ja, und wir merken, da hängt's. Da hängt es. Die deutsche Luftwaffe ist ja im Prinzip sowas wie die militärische Entsprechung von Air Berlin. Also da. Nee, das hat ja auch was Schönes, wenn so ein Land eine gewisse bodenständige Luftwaffe hat, aber. Gut, dann wird der Teil des Plans. Na, machen wir es anders. Nehmen wir die Flotte. Nehmen wir die gesamte Flotte, die MS AIDA und die MS Europa. Und wir parken je ein Schiff auf jeder Seite von Amerika: eins im Pazifik, eins im Atlantik. Und dann wird das Land mit Helene Fischer und Xavier Naidoo zwangsbeschallt. Und spätestens, wenn der Army hört, dass dieser Weg kein leichter ist, dann will er da weg. Ja, da kommen wir zur nächsten Scheinwelt, das Thema Flüchtlinge. Florian hat es schon angerissen. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass die einen die Flüchtlinge sind und die anderen nicht. Das ist Quatsch. Man braucht einfach nur eine längere Perspektive. Man sieht mir das nicht an, aber meine Eltern waren auch Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten. Ja, aus Ostpreußen. Ne, und deren Vorfahren waren auch Flüchtlinge. Es waren Hugenotten, die kamen aus Frankreich. Deren Vorfahren waren auch Flüchtlinge. Es waren Franken, die kamen aus Baden-Württemberg. Damals, als Germanien noch so eine Art DDR des Römischen Reichs war. Das fanden die Römer auch nicht so prickelnd. Die Germanen. Der Historiker Tacitus schreibt im Jahr 70 nach Christus, die Germanen sind zwar groß und wild, haben aber keinerlei Neigung zu Strapazen oder Arbeit. Ja, das muss man sich mal reinziehen. In der Antike waren wir Germanen quasi die Bulgaren. Wir waren nicht gern gesehen. Da haben die Römer sich auch gesagt, was machen wir gegen die verdammte Armutsmigration aus Germanien? Und da hatten sie eine zündende Idee. Wissen Sie noch, welche Idee das war? Den Limes, genau, wir bauen einen Zaun. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was ist passiert? Die Römer haben den Zaun gebaut, kurze Zeit später war das Römische Reich pleite. Ja, also so Zäune haben ökonomisch auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Und letztlich sind alles irgendwo Flüchtlinge. Sogar die, die am lautesten gegen Flüchtlinge wettern, die Sachsen. Wissen Sie, wo die Sachsen ursprünglich herkommen? Die Sachsen waren holländische Seeräuber. Und mal ganz ehrlich, wenn mein Holländisch im Laufe der Zeit so mies geworden wäre, dass es heute klingt wie Sächsisch, ich würde den Ball mal ganz flach halten. Ja, der Mensch ist ein Erfolgsmodell geworden, weil er eben fliehen konnte. Es gab in der Steinzeit genau zwei Typen. Die einen sagten, Moment mal, Säbelzahntiger hinterm Busch, hallo, sehe ich aus wie eine Muschi mit Überbiss? Und das sind nicht die Leute, von denen wir abstammen, okay? Wir stammen von denen ab, die schnell genug weg waren. Ne? Wir sind die Flüchtlinge. Ja. Und dann kommen irgendwann, hatten wir jetzt gerade die Bundestagswahl, die AfD, wir haben es gehört, bei 12% kann vor Kraft kaum gehen. Und was ist das Erste, was ein Mann wie Alexander Gauland sagt? Wir holen uns unser Land zurück. Und das hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe gar nicht mitbekommen, dass Deutschland irgendwie weggekommen war. Und das ist auch ein bisschen peinlich jetzt, aber mein erster Gedanke war, scheiße, die Polen. Ne, nachts über die A11 haben die das einfach, mittlerweile ist Deutschland schon auf dem Balkan. Ja, das ist. Aber es ist auch eine unangenehme Situation, man kann ja nicht einfach irgendwie bei den Polen anklopfen mit ein paar Kettenfahrzeugen und sagen, hör mal, können wir mal kurz nach Deutschland suchen, wir haben das Gefühl, das ist irgendwo bei euch. Da reagieren die ja irgendwie ganz sensibel. Und da habe ich überlegt, mein Gott, wen meint denn dieser Gauland mit wir holen uns unser, wer ist denn wir? Ja, und da dachte ich, okay, vielleicht muss man einfach mal wirklich gründlich durchgreifen. Vielleicht müssen wir das Konzept der AfD aufgreifen, einfach mal ethnische Säuberung durchführen. Wir machen eine Genanalyse. Ja, und da wird es ein paar Überraschungen geben.
Ne? 20% der Deutschen haben nämlich slawische Gene. Da muss man sagen, Posegnanie w Warszawie, ja, also tschüss nach Warschau. Besonders die Sachsen übrigens, also ganz viele. 45% der Deutschen haben keltische Gene, sind also im Prinzip Froschfresser, ne? Au revoir à Paris. Ja. 10% der Deutschen haben jüdische Gene, ohne es zu ahnen. Ne? Da, ich denke mal, da hält auch der Begriff die Reise nach Jerusalem eine völlig migrationstechnisch relevante Bedeutung. Und nur 25% haben überhaupt germanische Gene. Die dürfen bleiben, alle anderen. Und auch da werden noch einige rausfliegen müssen, weil das ist eine ganz, ganz tragische Sache. 45% der deutschen Männer haben Gene von Tutanchamun, dem ägyptischen Pharao. Ja, sind also, ist wirklich wahr, sind strikt gesehen Nordafrikaner, Nafris. Ich meine, gucken Sie sich den Gauland an, der sieht auch aus wie eine Mumie. Ja. Und das nächste Mal, wenn er irgendwie Unsinn redet, dann stehen sie einfach auf und rufen ganz laut, Gauland, laber nicht so viel, geh doch lieber heim zum Nil. Aber es wird sehr leer werden in Deutschland. Ich habe aber Trost, es gibt ein Volk, das hat mehr germanische Gene als die Deutschen, die Polen. Ja, das hat ja auch einen ökologisch wertvollen, nachhaltigen Faktor. Ne? Irgendwie der Pole, der gerade ihre Wohnung renoviert, kann da auch gleich einziehen. Dankeschön, schönen Abend noch. Danke für den Besuch. Vielen Dank. Dankeschön. Tolle Nummer. Vielen Dank. Chin Meyer. Bleiben wir beim Thema, meine Damen und Herren. Der Separatismus greift um sich. Die Welt schaut auf Katalonien, was dort passiert. Man glaubt es gar nicht. Die Schollen werden verteidigt. Schottland will autonom sein, aber doch zu Europa gehören. Das Gleiche wollen die Katalanen. Und ich sage mir, vielleicht denken wir falsch, wenn wir diese Separatismusbewegung und Sezessionsbewegung verurteilen. Vielleicht ist das ein Zukunftsmodell. Vielleicht können wir davon lernen. Guck mal, Länder, deren Bewohner eine andere Sprache sprechen, nicht bereit sind, sich unseren Gepflogenheiten anzupassen, stattdessen auf ihre Brauchtümer bestehen und schon bei der Kleidung klar machen, dass sie anders sind und anders bleiben wollen, können in Zukunft gehen. Ja, ich spreche vom Freistaat Bayern. Das wird nur Vorteile haben. Gut, der Länderfinanzausgleich ginge flöten, muss aber nicht schlecht sein. Dann müssen eben die ganzen Kreativen im Prenzlauer Berg auch mal wirklich arbeiten gehen. Und wenn Bayern München nicht mehr in der Bundesliga mitspielt, wird die auch endlich wieder spannend. Deshalb sage ich ja zu einer Separation von Bayern weg von Deutschland. Dann kann Markus Söder, der bayerische Donald Trump, eine Mauer bauen lassen und eine Obergrenze für Einwanderer aus dem deutschen Ausland einführen. 2 pro Jahr oder so. Die Södermauer müssen natürlich andere bezahlen. Hessen, Baden-Württemberg, Österreich, Tschechien, Polen, wer auch immer. Aber das kann nur der Anfang sein. Wir müssen auch demokratiefeindliche, fundamentalistische Gruppen hierzulande loswerden. Das heißt, Sachsen geht zurück an Polen. Endlich! Ja! Warum auch? Ich verstehe das ja auch nicht. Weg damit, weg damit. War schon mal früher so, vor vielen Jahren. Unter August dem Starken gehörte Sachsen zu Polen. Also zurück, dann können Frauke Petri und Beate Schüttlow da zusammen ein autoritäres Matriarchat errichten. Das Saarland geben wir zurück an Luxemburg. Frankreich wäre zu groß, da würde der kleine saarländische Genpool doch allzu sehr durcheinander gewirbelt. Das können wir nicht machen. Aber Luxemburg wäre die Lösung. Und Bremen, das Air Berlin unter den Bundesländern, geben wir an den meistbietenden Investor. Ich schlage vor Hamburg oder seinen Billigableger Niedersachsen. Ja. Der Großteil aber wird von irgendwelchen arabischen Scheichs aus Katar übernommen. Dann dürfen die Frauen in Bremen nur noch verschleiert rumlaufen. Aber das nehmen wir in Kauf. Passt zum Wetter. Und die Fußball-WM 2022 kommt auch wieder nach Deutschland. Ja. Das wird die Lösung sein. Ist natürlich jetzt sehr weit gedacht, mir würde ja Bayern schon mal reichen, wenn wir dann zum Beispiel Leute wie Andreas Scheuer endlich loswären, der solche Sätze hier sagt. Wir haben jetzt das Visier des Wahlkampfes aufgeklappt. Ja, endlich wissen wir auch das und ich sage, dieser Mann ist ganz klar ein Fall für meinen nächsten Gast. Herzlich willkommen, Peter Zudeik. Hallo. Na, jetzt habe ich die große Geste vergessen, die wir geübt haben. So sollte ich rauskommen. Na gut, hat nicht geklappt. Na, alle pünktlich? Alle ausgeschlafen? Oder vielleicht irgendwie von der Zeitumstellung ein bisschen durcheinander? Zu früh
aufgestanden gestern. Das bringt einen ja völlig um den Verstand. Ne? Man weiß ja nie, klauen die einem jetzt eine Stunde oder kriegen wir eine geschenkt und wer sind die? Muss ich die Uhr vor- oder zurückstellen? Muss ich nachts um 3 oder um 2 aufstehen, um da irgendwas zu machen? Oder kann ich es am anderen Morgen oder am Abend vorher? Ich habe Berichte gehört, dass Tausende von Menschen jetzt noch auf der Bettkante sitzen und da rumfrickeln, um das irgendwie hinzukriegen. Unsere Regentin ist da gelassen, wie immer. So, jetzt sollte das hier eigentlich angehen, das tut's aber nicht. So was liebe ich. Tja. Jetzt. Ja, das ist wie bei Sommer und Winter. Es gibt Leute, die sind dann, wenn der Sommer beginnt, gleich traurig, weil sie wissen, von nun an ist die Zeit der Sonnenscheindauer wieder jeden Tag kürzer. So bin ich nicht. Ist sie nicht großartig? Immer auf der Höhe der Zeit, egal auf welcher. Und jetzt haben Sie das eigentlich mitgekriegt, jetzt kommt der Hammer. Der Steinmeier hat die rausgeschmissen. Der hat die Bundeskanzlerin rausgeschmissen. Der Bundespräsident, ich meine, der meint ja immer noch, er sei Außenminister, weshalb er gerade bei Putin war. Er ist ja aber Bundespräsident, deshalb hat er die entlassen. Die Kanzlerin, alle Ministerinnen und Minister, alle entlassen. Und wir stehen jetzt völlig ohne Führung da, unregiert sozusagen. Schönes Gefühl, ne? Unregiert. Guck mal, die Niederländer haben 7 Monate gebraucht, um eine neue Regierung zu basteln. Das juckt keine Socke. Die Belgier haben das schon ein paar Mal überstanden, einmal über 1,5 Jahre. Und dem Land ging es auch nicht schlechter als vorher. Einige Belgier, so hört man, haben nichts davon gemerkt. Der Wiener Kongress hat rund 10 Monate gedauert. Also bitte. Wir können uns schön zurücklehnen und zuschauen, was die Jungs und Mädels da so anstellen. Denn natürlich, ja klar, ne, Staatsbürgerkunde, erster Klasse, wir sind ja nicht ganz ohne Führung. Solange es keine neue Regierung gibt, bleibt die alte Regierung im Amt und tut möglichst nichts. Das wäre ja dann irgendwie wie immer. Haiti könnten wir sogar, nicht Jamaika, Haiti könnten wir schaffen. Die Haitianer haben mal 5 Monate für eine Regierungsbildung gebraucht. Das kriegen wir hin. Im Februar wären wir dann soweit. Dann haben wir Karneval, neue Regierung. Gell? Passt. Ist ja auch logisch, dass das dauert, weil der Weg nach Jamaika ja so weit ist. Mit dem Blick in den Atlas sieht man, dass der Weg nach Jamaika weit ist. Das ist der Herr Scheuer. CSU-Generalsekretär, bei dem steht im Arbeitsvertrag drin, dass er immer zitierbare Sprüche klopfen muss, und zwar so, dass der durchschnittliche Bajuware das für Humor hält. Sie wissen, zwischen Berlin und Kingston, zwischen Deutschland und Jamaika liegen ungefähr 8.500 Kilometer. Das ist das Fräulein Beer, die ist Generalsekretärin der FDP und die hat von dem so schick unrasierten Herrn Lindner den Auftrag, mindestens so lustig zu sein wie der Herr Scheuer, der dann gleich mit seinen Geografiekenntnissen protzen muss. Der wohl längste Fluss Jamaikas ist der Black River. Leicht daneben, der längste Fluss ist der Rio Minho, fast doppelt so lang wie der Black River. Auch Lexikon lesen will gekonnt sein, aber in Bayern haben sie, glaube ich, die aktuellen Lexika noch nicht. Ja. Jetzt überlegt euch mal, womit die sich beschäftigen da. Ne? Gucken in Atlas, und beziehungsweise Scheuer guckt ja auf den Atlas, ne? und die anderen in Wikipedia, und das können sie auch nicht entziffern. Es ist ja schwer, das Publikum bei Laune zu halten. Guck mal, all die Karlauer mit Jamaika sind durch. Merkel mit Dreadlocks, Seehofer mit Tüte, Özdemir als Bob Marley, Lindner in schwarz-gelb-grüner Strickmütze oder die Merkel mit Dreadlocks und Strickmütze, alles rauf und runter und hin und her gewälzt. Da bleibt dann nicht mehr viel. Bloß, was tut die da überhaupt bei diesen Sondierungen? Jetzt haben wir uns heute intensiv abgetastet. Ne, jetzt, ne? Ich meine, ist das erlaubt? Woanders heißt das sexueller Übergriff, bei uns Sondierung. Das ist schon ziemlich komisch. Nach dem Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ist doch klar, dass irgendwie die ganze Männerwelt Weinstein ist, also sexuell übergriffig. Die meisten Männer haben das nur noch nicht begriffen, und irgendwie ist ja auch alles Sexismus. In jeder Zeitung sind jetzt die MeToo-Frauen, die sagen, oh, mir ist das auch passiert. In der Süddeutschen habe ich ein besonders schönes Beispiel gefunden. Da schreibt eine Frau, Schauspielerin, ja, wenn sie mit ihrer Freundin auf eine Party geht, nach ein paar Minuten steht sie alleine da und die Freundin, groß, blond, sexy, ist umringt von Männern.
Auch das Nicht-Grapschen ist Sexismus, habe ich gelernt. Und diese Selbstbezichtigungsorgien, weil wir Männer merken ja jetzt, wir müssen da irgendwie dabei sein. Ne? Wir können ja nicht mitreden, weil wir ja selten angegrapscht werden, was ja auch ein bisschen schade ist. Aber immerhin, es gibt noch nicht den Hashtag Männer sind Schweine, das ist nur ein Lied. Ne? Aber es gibt es sicherlich bald auch als Hashtag. In der Taz gibt es jetzt diese Selbstbezichtigungsorgien von Männern. Und der schönste Eintrag, den ich da gelesen habe, der ging so. Also ein Mann erzählt, dass er eine Frau in der Kneipe kennengelernt hat und geht dann mit ihr nach Hause. Sie kommen dann auch zu liegen und es ist alles ganz irgendwie prima. Und am anderen Morgen ist er aber ein bisschen irritiert, weil sie nicht mit ihm frühstückt, sondern aufsteht und Tschüss sagt. Was habe ich bloß falsch gemacht? Wörtlich. Was habe ich bloß falsch gemacht? Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch Mundgeruch Sexismus oder irgendwie, weil ja eben alles Sexismus ist. Und vor diesem Hintergrund tasten sie intensiv ab. Ich meine, das geht gar nicht. Habt ihr gesehen, auf diesem Balkon, der Lindner und der Dobrindt haben sich auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft umarmt. Jetzt auch noch Männer untereinander. Ich meine, es geht doch nur wirklich zu weit. Ich glaube nicht, dass es jetzt um Verletzungen geht, körperlich schon gar nicht. Seelische kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ah ja, also bestimmte Hand- und Mundgreiflichkeiten gelten da sowieso nicht als Verletzungen. Und jetzt schauen wir mal nach Handküssen. So, ich bin darauf vorbereitet. Handküsse, habt ihr das mitgekriegt? Oh, ist ein ganz schwerer sexueller Übergriff eigentlich. Oder Überbiss, je nachdem, wie nah er rankommt mit den Zähnen. Der Kubicki war ja schwerstens in Bedrängnis geraten, weil er die grüne Frau Göring-Eckardt mit einem Handkuss begrüßt hat. Also mit einem angedeuteten Handkuss. Er war so ein Stück mit seiner Schnauze über der Pfote. Und dafür musste er sich dann bei Anne Will rechtfertigen. Ich werde nie wieder in meinem Leben versuchen, Ihnen einen Handkuss zu geben, Frau Göring-Eckardt. Keine Sorge. Sie haben sich ja darüber beschwert, so ist das nicht. Ich habe mich nicht beschwert. Doch, Sie haben gesagt, dass er letztes Jahrhundert und Macho gehabt. Ich kann das, aber ist ja völlig egal. Nein, Herr Kubicki, Sie haben das völlig verstanden. Ich habe es falsch verstanden. Sie haben es falsch verstanden. Ich bin in einem Tanzlehrerhaushalt groß geworden. Genau. Deswegen bin ich mit solchen Sachen aufgewachsen. Ich habe mich immer gefragt, was ist das, was Frau Göring-Eckardt ausstrahlt? Also gut, sie ist Berufschristin. Aus jeder Pore dringt der evangelische Kirchentag, das ist klar. Aber das war noch nicht die komplette Erklärung. Jetzt weiß ich's, Tanzlehrerhaushalt. Ja? Da werden schon zum Frühstück die Pfötchen geschleckt, aber hallo. Na gut, ob die nur abtasten oder Handküssen oder was die sonst unter sondieren verstehen, es dauert ja. Macht aber auch nichts, weil wir uns derweil über ein neues Parlament freuen können. Schön aufgebläht, 704 Abgeordnete und ein Alterspräsident, der keiner ist. Das Parlament muss ein Spiegelbild der Meinungsvielfalt in der Bevölkerung sein. Och, ja. Ich warne davor, Sonderregelungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren. Eieiei. Wir alle haben das gleiche Mandat. Ach ja, haben wir? Guten Morgen, Herr Solms. Dass der da redet, ist das Ergebnis von Sonderregelung und Ausgrenzung. Schon vergessen? Damit keiner von der AfD die Eröffnung leiten kann, hat man schnell mit einem schmierigen Trick die Geschäftsordnung geändert. Nicht der Älteste leitet die Eröffnung, sondern der Dienstälteste, das wäre der Schäuble gewesen. Übrigens, der ist Badener und kein Schwabe. Weil der aber ausgeguckt war als neuer Parlamentspräsident, der muss ja gewählt werden während dieser Eröffnungssitzung, das kann der Schäuble dann ja nicht selbst leiten, musste der Zweitdienstälteste dran, eben der Solms von der FDP. Wie groß muss die Angst vor der AfD und ihren Wählern sein, wenn sie zu solchen Mitteln greifen? So, jetzt sage ich euch was und dafür hasse ich alle etablierten Parteien. Was sind das für Zeiten, dass ich einem AfD-Mann recht geben muss? Aber gut, wenn schon ausgrenzen und tricksen und Sonderregelungen, dann aber auch richtig. Jetzt kommt ja bloß nicht mit dem alten Schlager, dass man die Rechten durch politische Überzeugungsarbeit bekämpfen muss und nicht durch Geschäftsordnungsmauscheleien. Ja, das hat doch vorher schon nicht geklappt. Wenn unsere Spezialdemokraten von der Demokratie so überzeugt wären, dass sie auch die Wähler von den sogenannten demokratischen Werten, vom Parlamentarismus und so weiter hätten überzeugen können, dann hätten ja nicht so viele die AfD gewählt, oder täusche ich mich da? Also hilft nur ausgrenzen, aber dann auch richtig und nicht so halbherzig. Die müssen so eine Art Leprastation im Reichstag einrichten. Ja? Da kommen die Aussätzigen ja hin. Das fängt an mit einem abgetrennten Bereich im Plenum, hinter den Hinterbänken. Glaswand hochziehen, eigener Ein- und Ausgang, fertig ist die Laube. AfD-Abgeordnete reden nur vom Platz aus, dürfen also nicht ans Rednerpult, ist ja klar. Man könnte ihnen äußerstenfalls so weit entgegenkommen, dass sie während ihrer Reden auf der Videoleinwand zu sehen sind. Da müssen die anderen ja nicht hinschauen.
Ein- und Ausgang, der führt direkt in den Fraktionsbereich der AfD, damit die richtigen Demokraten auf ihrem Weg ins Plenum auf keinen Fall Gefahr laufen, Kontakt mit den Aussätzigen zu bekommen. Den Fraktionsbereich kann man in den Keller des Reichstags verlegen, da ist genug Platz. Jetzt keine dummen Anspielungen, ja, von wegen Reichstagskeller. Da unten kriegen die AfDler dann auch eine eigene Kantine, eigene Toiletten sowieso, man will sich ja nicht infizieren. Ja, das klingt alles ein bisschen makaber, aber einmal muss der Kampf gegen Nazis, beinahe Nazis, so gut wie Nazis, nicht entschieden genug von Nazis distanzieren und anderen Kopfzeug mit aller Entschiedenheit angepackt werden. Wann, wenn nicht jetzt, 72 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft? Vorher war ja keine Zeit dazu, das muss man ja mal so sehen. Ja, was sagt die Regentin dazu? Eher nichts wie üblich. Bundestagswahl vergeigt? Nö. Wir sind doch noch stärkste Fraktion, also was soll's. Niedersachsenwahl vergeigt? Och. Wir haben in diesem Jahr 3 Landtagswahlen gewonnen. Da hat sie doch gar nicht so Unrecht, ne? Und ansonsten genießt sie sozusagen im Hintergrund die Jamaika-Gespräche, ob nun mit Abtasten oder ohne. Und wenn dann die Medien ab und zu auch noch schöne Töne transportieren, schöne Bilder transportieren, spannende Geschichten bis hin zu leichten Schnulzen, die man manchmal auch gerne hat, mit einem schönen Happy End, dann sind wir doch sozusagen richtig glücklich. Ja, ist das was? Miteinander kommt da noch. Hey, klau mir nicht hier meine Töne. Also, bloß nicht aufs Tempo drücken, ein bisschen sondieren, dann eine kleine Krise einbauen, eine Sondergeheimsitzung, ganz aufregend. Bloß keine voreilige Einigung, da macht die FDP gerade einen Fehler. Die FDP will in diese Sondierungsgespräche die Zeitumstellung einbringen. Merkt ihr den Bogen, ne? Anfang Zeit, grandiose Dramaturgie, die ich hier vorlege. Zeitumstellung, da können sich natürlich alle darauf einigen, dass man die Sommerzeit anschafft. Das wäre ein Durchbruch, die erste Einigkeit in den Sondierungsgesprächen und von da an fluppt alles. Das halte ich wirklich, das Pferd vom völlig falschen Zaum aufgezäumt und führt uns absolut in die Irre. Vom falschen Zaum aufgezäumt. Die Frau ist großartig, das ist einfach so. Also damit das klar ist für die, die sich mit Pferden und anderen Hunden nicht auskennen, Pferden legt man das Zaumzeug am Kopf an, also von vorne werden sie aufgezäumt, nicht von hinten, nicht vom Schwanz her, so will es die deutsche Sprache. Aber die deutsche Kanzlerin ist ja angetreten, die Muttersprache zu bereichern, damit es lustiger wird. Die sind ja gekommen, um wie so kleine Leuchttürme jetzt ins Land auszuschwärmen. Oh, ausschwärmende Leuchttürme. Wer da nicht ins Schwärmen kommt, hat kein Herz. Und sie liegt auch mit einer weiteren Sprachschöpfung ganz vorne. Land ein, Land auf, tags ein, tags auf. Land ab, oh, tags ein, tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Fehlt noch. Das ist mindestens anderthalb Stäuber, damit das so klar ist. Fehlt noch Tag ab, Land aus, dann wäre es ganz perfekt. Gut, aber jetzt, wenn es jetzt mit Jamaika nun gar nichts wird, ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Große Koalition ohne Merkel ist ja schon im Gespräch. Furchtbar langweilig. Der Schulz hat schon Neuwahlen vorgeschlagen. Ja, auch Schulz ist langweilig. Wie wär's denn mit Kenia? Schwarz, Rot, Grün. Die hätten eine Mehrheit. Oder Rot, Rot, Gelb, Grün. Also Bolivien mit einem doppelten Rotbalken. SPD, FDP, Grüne und Linke in der Regierung und Union und AfD in der Opposition. Das wäre erstens gerecht, weil wir den Aufstieg der Rechtsaußenpartei ja in erster Linie der Union zu verdanken haben. Und außerdem würde in diesem Lande endlich mal wieder die Post abgehen. Aber die Merkel will ja den Thronrekord der zweiten Lisbeth von England knacken. Das dauert, Freunde. Das dauert. Dankeschön. Peter Zudeik. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für den Besuch. Peter Zudeik, meine Damen und Herren. Jetzt kommen zwei Kollegen, die bringen die große Show aus den USA nach Deutschland, ohne das Ungute zu importieren. Das Ungute in den USA im Moment, das haben wir gehört, das ist Harvey Weinstein. Wir Deutschen sind natürlich ganz anders. Also diese Form von Frauendiskriminierung ist hier nicht denkbar, außer im Fernsehen. Da kommt in der Regel auf 2 Männer, gerade mal eine Frau. Außer, habe ich neulich gehört, bei RTL. Der RTL-Chef sagt, bei uns ist alles anders. Bei uns erklären die Frauen die Welt und gemeint war Katja Burkhardt als Welterklärerin und Frauke Ludowig. Ganz ehrlich, Katja Burkhardt, für mich die Frau, von der ich immer dachte, das muss Kalkofes beste Figur sein.
Und das sind die modernen Frauen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die Zukunft des deutschen Fernsehens sein soll. Ja? Das ist der klassische Fall. Frauen sagen, so doof wie die bin ich nicht, oder? Und Männer sagen, aber eigentlich ist sie trotzdem ganz geil. Das ist Sexismus. Ja? So sieht der verschleierte Sexismus in Deutschland im Jahre 2017 aus. So, und jetzt kommen also Gäste, die kommen im Grunde aus Las Vegas. Die bringen Las Vegas nach Deutschland, Kalifornien nach Deutschland, aber eben nur die guten Seiten. Wenn Sie die Ehrlich Brothers kennen, dann wissen Sie, die machen die großen Hallen voll. Nein, das sind die mittelgroßen Hallen. Das hier sind die beiden, die die Zukunft des Showbusiness von Las Vegas in Deutschland sind, die die Arenen dieses Landes erobern werden. Bitte begrüßen Sie Siegfried und Joy. Herzlich willkommen. Das ist Siegfried. Das ist Joy. Und wir sind vor einem Jahr nach Las Vegas gegangen. Und wir haben uns gesagt, wenn wir es dort schaffen, dann kommen wir nie wieder. Hier sind wir! Wow, schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Hallo. Wir zeigen euch jetzt einen kleinen Auszug aus unserer Zaubershow. Und besonders wichtig dafür ist dieser Pinsel. Und ich würde den mal ganz kurz hier an jemanden von euch geben. Am liebsten an dich. Ja, halt den Pinsel mal bitte ganz doll fest. Pass auf ihn auf, als sei es dein Pinsel. Ja. Und wie Siegfried schon gesagt hat, wir waren wirklich in Las Vegas. Ja, wir waren nicht da, um zu zaubern, wir waren da, um uns inspirieren zu lassen. Und wir sagen euch, wir haben sie alle gesehen. Ja. Die größten, spannendsten und spektakulärsten Shows der Stadt. Aber das, was eigentlich hängen geblieben ist und unser gemeinsamer magischer Moment wurde, das war ein Moment nach einer Show. Ja, es war schon dunkel in Las Vegas und wir liefen so cool und lässig über den Strip. Und in einer dunklen Ecke, da stand er. Magic Randy. Ein Straßenzauberer wie aus dem Bilderbuch. Es war unser letzter Abend und wir waren so glücklich, ihn zu treffen. Natürlich haben wir ihn gefragt, Magic Randy, würdest du uns vielleicht noch einen letzten Trick zeigen? Und er sagte, yes, boys, all I need is this beautiful red silk. Und wir dachten, ja, der Trick, wo das Tuch verschwindet und irgendwo wieder erscheint, zeig uns deine Interpretation. Aber und Randy sagte, boys, it's another one. Und er hat gefragt, habt ihr zufälligerweise einen riesengroßen, überdimensionierten Stab dabei? Und ich hatte zufälligerweise einen riesengroßen, überdimensionierten Stab dabei. Und dann ging alles ganz schnell. Er positionierte den Stab, er positionierte das Tuch. Und alles, was er brauchte, waren seine Zauberwörter. Simba. Sambu Sarsa.
Und so haben wir auch reagiert. Wir waren so verblüfft, auch wir haben vergessen zu klatschen. Aber es war so magisch. Ja, es war... Und dann ist die Dame in der ersten Reihe aufgesprungen und hat gerufen, das kann kein echtes Tuch sein. Oh, und sie wollte es kontrollieren. Sie hat es kontrolliert. Und festgestellt, das ist ein ganz normales Tuch. Und dann ist der Herr in der ersten Reihe aufgesprungen und hat gerufen, Donnerblitz, dann ist das niemals ein echter Stab. Also er ist aufgesprungen und hat gerufen, Donnerblitz, das ist doch... Niemals, nein. Und er wollte ihn kontrollieren, hat ihn kontrolliert und festgestellt, das ist ein echter Stab. Dreht sich. Dreht sich, ja, es dreht sich. Der ist rund. Und wir haben natürlich gesagt, Magic Randy, das war so wundervoll, magisch. Und würdest du uns das Kunststück vielleicht nochmal zeigen? Und er sagte, naja, normalerweise zeigt ein Zauberer seinen Trick niemals zweimal. Aber der ist so gut. Er tat's, er positionierte den Stab, er positionierte das Tuch. Und er vergewisserte sich nochmal bei der Dame in der ersten Reihe. Auf welcher Seite ist das Tuch? Auf deiner oder auf meiner? Meine? Genau, auf deiner. Bis er seine Magic Word sagte. Simba, Sambusasa. Aber stopp, stopp, Magic Randy sagte. Das Schönste ist, wenn man den Trick zum dritten Mal sieht. Denn das ist die Las Vegas Tuch. Illusion! Dankeschön. Aber jetzt sind wir nicht mehr in Las Vegas, sondern wir sind hier im Tippi bei der großen Radio 1 Satire-Show und wir sagen euch, wir haben was ganz Besonderes mitgebracht. Ja, und das ist so besonders, da brauchen wir wirklich von euch auch jemanden ganz Besonderen. Deshalb mal die Frage, ist hier irgendwer, der oder die zufälligerweise heute einen Pinsel dabei hat? Wow! Wie heißt du? Sven! Was ein Zufall! Mein Bruder ist Klaus! Sven, Riesenapplaus! Komm zu uns! Wow, hi Sven! Komm hier am besten hinter. Hallo Sven! Wow, den Pinsel nehme ich. Alles gut bei dir? Ja. Ja, bist du nervös oder so? Nee. Nee. Sven, du musst nicht nervös sein. Schau mal, du siehst diese goldene Tüte hier, oder? Ja. Ja. Egal, was jetzt passiert. Egal, was heute Abend passiert, Sven. Diese Tüte bekommst du am Ende geschenkt. Cool. Das ist verdammt cool. Schau mal, ich stelle hier zu Florian. Denn du solltest wissen, wir sind nicht nur normale Zauberer. Wir sind auch Künstler. Wir lieben die bildende Kunst und wir zeichnen ganz viel vor der Show. Ja, und wir haben auch was dabei, das ist unsere Skizzenmappe. Da sammeln wir die Skizzen, die zeigen wir nachher auch gerne mal jedem nach der Show. Aber eine ganz besondere Skizze haben wir dabei und die können wir euch nicht vorenthalten. Ja, die ist von heute, die haben wir heute vor der Show hier im Backstage gemacht. Die ist noch nicht ganz fertig, aber wir können sie schon zeigen, Komm, oder? Wir zeigen sie. Ja, cool. Das ist der Siegfried und Joy Fantiger. Ja. Und jetzt ist gut. Fällt dir irgendwas auf? Schwarz-Weiß. Farbe, genau. Ihm fehlt die Farbe. Ja. Um genauer zu sein. Ihm fehlt der farbliche Touch. Denn schwarz-weiß kann er nicht bleiben. Sven, wir haben dir deshalb so verschiedene Farben mitgebracht. Und man sagt ja, Kunst entsteht meistens gemeinsam. Und wir haben gedacht, wir werden jetzt mit dir zusammen dieses Kunstwerk vollenden. Dass du gleich der große Künstler bist, der das Kunststück vollendet hat. Und das ist eigentlich relativ simpel. Genau. Besonders wichtig ist natürlich, dass man auch privat ist, wenn man Kunst schafft. Ja, du wirst dich jetzt richtig kreativ ausleben, Sven. Und Sven, deswegen setzen wir uns jetzt an die Bühnenkante. Wir haben gleich überhaupt keine Ahnung, was passiert. Du bist komplett auf dich allein gestellt. Und du wartest aber noch. Bevor es losgeht, damit alles richtig eingestellt ist. Wir setzen uns jetzt hier vorne hin, ganz wichtig. Ihr checkt, dass wir unsere Augen wirklich zu haben, hier vorne. Ja, wir schließen die Augen, wir haben auch nichts im Ohr oder irgendwo was. Wir können nichts sehen, es gibt keine Verbindung. Wir schließen die Augen
Und Sven, du machst dich mal locker. Schüttel dich mal aus. Ja, cool. Stell dir vor, du bist jetzt in deinem Atelier. Du stehst in deinem Atelier. Du siehst die Skizze von gestern Abend. Und du merkst, du bist noch ein bisschen unzufrieden. Du packst deine Hand an deine Stirn und kriegst einen Geistesblitz. Und dann greifst du dir die erste Farbe von vieren. Du hast die freie Wahl. Und wenn du die Farbe hast, Sven, dann malst du... Hast du die Farbe? Ja, wenn du die Farbe hast, dann malst du bitte den Schwanz des Tigers, also hinten. Und du guckst dabei auch so ein bisschen kritisch. Ja, und wenn du fertig bist, Sven, dann machst du die Kappe wieder auf den Stift und du... Bist du fertig? Ja, dann schmeiß den Stift in die rechte Rechtskiste, die dir da rechts hängt. Das ist deine Abfallkiste. Und greif dir sobald den nächsten Stift. Okay. Hast du einen Stift? Alles klar. Du merkst, da fehlt noch ein bisschen was an dem Tiger. Mal bitte die Beine des Tigers aus. Vier Stück an der Zahl, mal sie aus. Und stell dir vor... Wie so eine entspannte Musik kommt, als seist du in deinem Atelier. Wow. Lass dir Zeit. Ja, aber beeil dich. Fertig, dann leg den Stift in die Abfallkiste. Und nun sind noch zwei Stifte da. Du schaust nochmal den Tiger an und dir fällt auf, Mensch, da fehlt noch was. Du nimmst einen der zwei Stifte ganz langsam raus, machst die Kappe ab und riechst dran, als wäre es eine Flasche Wein, die du gerade geöffnet hast. Und du genießt. Ja. Sven, wenn du das gemacht hast, dann malst du den Kopf des Tigers aus. Super. Kannst auch so ein bisschen beschwingt dabei summen. Du bist ja bald fertig. Wow, und jetzt bist du eigentlich schon fast fertig. Du bist zufrieden, aber irgendwie stimmt's noch nicht ganz. Da fehlt noch was. Du greifst den letzten Stift und die Bewegung wird immer langsamer. Du setzt an, als wärst du der größte Künstler, den die Welt je gesehen hat. Aber Sven, du weißt es noch nicht. Deshalb malst du erstmal. Du malst den Bauch des Tigers aus. Dann ist das Einzige, was jetzt noch übrig ist. Und das Größte. Das Herzstück. Wow. Ja, skizziere ihn oder mal ihn aus. Sven, mach, was immer du denkst. Okay. Sven, wenn du fertig bist, mach die Kappe auf den Stift und mach eine Geste. Als seist du der größte Künstler des 21. Jahrhunderts. Und das Publikum wird es dir bestätigen. Wow! Wow! Amazing! Wahnsinn! Sven! Wahnsinn! Ich resümiere nochmal ganz kurz. Sven, du hattest hier verschiedene Farben. Der Tiger war in schwarz-weiß hier aufgemalt und du hast ihm so richtig Farbe eingetaucht. Du hast dir jede Farbe genommen, die du nur wolltest. Du hast deiner Kreativität freien Lauf gelassen. Und jetzt kommt das Schönste von einem Künstler, die Enthüllung. Sven, das ist unser gemeinsames Kunstwerk. Ja, Sven, du hast dir überlegt, dein Fan-Tiger hat einen roten Kopf, einen blauen Bauch, gelbe Beine und einen grünen Schwanz. Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben vor der Show, hatten wir ein bisschen mehr Zeit heute, und wir haben uns überlegt, komm, wir malen schon mal einen Tiger aus, also so wie er uns am besten gefällt. Ja? Die Farbkombination, wo wir denken, das ist der Siegfried und Joy Fan-Tiger. Und da haben wir wirklich eine Skizze von gemalt. Genau. Sven hat sich überlegt, einen roten Kopf, einen blauen Körper, gelbe Beine und einen grünen Schwanz. Und jetzt hast du dir so überlegt, wie du das wolltest. Wie du es wolltest. Und ich kann dir sagen, Sven, wir haben hier einen Fan-Tiger mit einem blauen Bauch. Einem roten Kopf. Gelben Beinen. Und einem grünen Schwanz. Ja.
Stopp! Ihr denkt jetzt natürlich, da sind mehr Zettel drin und wir hatten alle Möglichkeiten, hier sind mehr Zettel drin, das stimmt, aber die haben alle einen blauen Körper, gelbe Beine, einen grünen Schwanz und einen roten Kopf. Ja, aber Sven. Es kommt noch besser. Sven, wir haben dir ganz am Anfang was versprochen und zwar, dass du eine Tüte bekommst, denn das ist die Siegfried und Joy Fan-Wundertüte, die ganze Zeit bei dir, Florian, stand. Und da ist so ein kleines Geschenk für dich drin. Sven, das haben wir vor der Show für dich gemacht. Und zwar ein Original. Siegfried und Joy Fan-Tiger mit einem roten Kopf. Einem blauen Körper. Gelben Beinen. Oder einem grünen Schwanz. Sven, komm nach vorne. Das ist dein Fan-Tiger. Das ist dein Applaus. Vielen Dank, Sven. Dankeschön. Danke. Das ist Siegfried. Das ist Joy. Und wir waren Siegfried und Joy. Dankeschön. Vielen Dank. Sven. Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Siegfried und Joy, meine Damen und Herren, noch einmal einen Riesenapplaus. Die beiden zu sehen am 13. Dezember, 13. Dezember, Siegfried und Joy live im Heimathafen Neukölln mit ihrer Weihnachtsshow. Mein nächster Gast ist Buchautor, Kolumnist und Fernsehmann. Er diskutiert zusammen mit Jakob Augstein in der nach ihm benannten Sendung Augstein und Blome. Und er ist der Politikchef der Bild-Zeitung. Viele fragen sich, was Politikchef bei der Bild-Zeitung? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nein. Und er wird es uns heute Abend beweisen. Bitte begrüßen Sie Nikolaus Blome. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Augstein war auch schon mal da. Wissen Sie das? Nein. Hat er Ihnen nicht erzählt? Ich will es auch gar nicht wissen. Ehrlich nicht? Aber ich muss Ihnen einen Satz zitieren, den er damals gesagt hat. Er hat damals gesagt, er könne an linken Journalisten nicht ausstehen, dass sie so humorlos seien. Konservative hätten mehr Humor, deshalb würde er so auf sie stehen. Oha. Gut, dann werden wir die nächste Sendung also doch Blome und Blome nennen. Wahrscheinlich. Wie kommen Sie damit jetzt klar mit dieser Ansage? Das macht mich jetzt, das rührt mich an auf ein Stück. Und er ist eigentlich schon ein netter Kerl. Er wird immer Antisemit genannt, das ist er aber gar nicht. Das ist eigentlich schon mal eine sehr positive Eigenschaft prinzipiell. Ja. Das ist prinzipiell mal liebenswürdig. Ich finde auch quasi was, meine Selbstverständlichkeit zu sagen. Nein, das ist schon ein netter Kerl. Der lebt halt in seiner eigenen Welt. Der glaubt es, also der sagt immer 2 und 2 ist 5 und der glaubt es wirklich und das ist toll. Und seit 6 Jahren versuche ich dem auf die Spur zu kommen, ob er das wirklich glaubt und ich glaube, ja. Ich setze Sie natürlich mit dem Satz, dass Augstein Sie für so humorvoll hält, unter einen gewissen Druck, was dieses Gespräch angeht. Und um das gleich mal zu testen, haben wir einen kleinen Film über Sie gemacht. Bitte schön. Nikolaus Hermann Blome, 54 Jahre alt, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, eine Art ausgedrucktem Spiegel Online. Blome ist bei Bild die Stimme der Vernunft in einer dysfunktionalen Familie. Er kehrt die Scherben zusammen, die die kleinen Rabauken um Julian Reichelt und Paul Ronsheimer hinterlassen haben und versteckt die Pillen von Franz Josef Wagner. Nach dem Abitur war Blome zunächst Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Danach studierte er Geschichte in Bonn, besuchte die renommierte Henri-Nannen-Journalistenschule, ehe er dann von einem Prediger der Axel-Springer-Moschee zur Tageszeitung Die Welt gelockt wurde. Hier stieg er schnell zum Büroleiter in Brüssel auf, wo er sich selbst radikalisierte und Kontakte zur boulevardistischen Szene knüpfte, um anschließend das Hauptstadtbüro der Bild in seine Gewalt zu bringen. Hier diente er viele Jahre im Kalifat des Abu Kai Dikmani und spielte auch im Heiligen Krieg gegen Christian Wulff eine zentrale Rolle. Zwischen 2013 und 2015 ließ sich der treue Soldat Blome kurzzeitig von seinem Partner in Crime Jakob Augstein umdrehen und wechselte zum Spiegel. Er flog aber schnell auf, sodass er anschließend zurück ins Bildkalifat ging. Den Kontakt zu Augstein hält er bis heute. Zusammen sind sie eine Art Hauser und Kienzle für Leute, die lesen können. Waldorf und Stadler für Leute mit Links-Rechts-Schwäche. Ja, Joko und Klaas für Politikinteressierte. Wir freuen uns auf Innenansichten aus dem Print-Dschihad. Herzlich willkommen, Nikolaus Blome. Darf ich den nachher mitnehmen? Bitte? Darf ich den nachher mitnehmen? Ich will nicht den Tiger, aber ich will das nachher mitnehmen. Ja? Wem wollen Sie das zeigen? Dem Augstein und allen meinen Kindern. Wie viele haben Sie denn? Also wir wollen nur die wissen, von denen Sie wissen. Drei wohl, also anstrebende, aufstrebende, noch Studierende und demnächst Steuerzahler. Wieso haben Sie gerade das Wort wohl unterbrochen, bevor Sie es zu Ende gebracht haben? Wohl erzogen, stimmt nicht? Nein, ich wollte wohl geraten sagen, das ist aber in Zeiten, also
Aus dem Alter sind wir jetzt raus, beziehungsweise die Kinder sind raus aus dem Alter, wo man sie wohlgeraten nennen darf. Und das habe ich gesagt, wohl gelitten. Was? Also gut gelungen halt. Also so. Wohlgeraten nicht, wäre das nicht das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man aus dem konservativen Elternhaus kommt, das sie ja sicher für sich in Anspruch nehmen zu sein, und dann ist man auch noch wohlgeraten? Muss da nicht ein bisschen Radikalität dann rauskommen? Gut, der eine studiert Jura. Also ach du Scheiße. Das ist, wenn Sie aus einem Haushalt kommen, wo der Vater Historiker ist, ist ja. Das radikal. Denn der will es jetzt wissen, der kann auch lesen und schreiben, weil wir ja nur reden konnten in der Uni und trotzdem was geworden sind. Der andere studiert Philosophie und Wirtschaft, das wirkt wie ein Widerspruch, aber hinterm Steuerrad eines Taxis müssen Sie halt auch rechnen können. Haben Sie ihm das so gesagt, als er an die Uni gegangen ist? Mehrfach. Ja? Aber er ist immer noch da. Wie hat er sich daraufhin verhalten? Was hat er gesagt? Hat er den Kontakt abgebrochen? Nein, er hat gesagt, sei schön nett zu mir, ich suche dein Altersheim aus. Und warum haben Sie das dritte Kind verschwiegen? Das ist die Tochter und das habe ich jetzt gar nicht verschwiegen. Ach so. Ich war noch nicht so weit. Ach, Entschuldigung, ich dachte nur. Die hat jetzt angefangen. Ich wollte so einen Bild-Zeitungs-Fragestil einführen, so ganz langsam. Wir hatten kürzlich sehr viel Spaß mit einer Frage, die man eigentlich... also mit Ja und Nein beantworten konnte. Das hatten wir dem Kollegen Altmaier nahegelegt. Da ging es auch um die AfD, weil jetzt so viel von der AfD die Rede war. Ich will gar nicht von der Tochter ablenken, aber die Frage war, ist ein Nichtwähler besser als ein AfD-Wähler? Ja oder nein? Ja. Und da hat er gesagt, der Nichtwähler sei besser. Was wir für groben Quatsch fanden und der Rest der Republik, größere Teile des Restes der Republik auch, da hat er eine Menge Stress gekriegt. Die Tochter fand die Frage gut, zack, ja. Bin ich wieder zurück und studiert jetzt auch Jura. Aber was für Jura? Also sowas Ordentliches, wo man auch Menschen hilft oder wo man sie zerstört? Sie meinen, es gibt... Me too, möchte ich antworten. Sie meinen, es gibt ein Jura für weibliche Studenten und eins für männliche Studenten? Das haben Sie mir unterstellt. Das ist die Masche, wie Sie Interviews führen. Sie wollen mir jetzt unterstellen, ich hätte irgendwas über männliche und weibliche Studenten gesagt. Sie hätten ja sagen können, ja, meine Tochter, die macht Arbeitsrecht und die möchte dann die Hartz-IV-Empfänger vertreten und so. Oder Sie können natürlich sagen, naja, meine Tochter, die wird jetzt Kapitalmarktrechtlerin und möchte in Zukunft die Deutsche Bank vertreten. Ja, oder Anleger der Deutschen Bank gegen die Deutsche Bank. Dazu müssten Sie auch was von Kapitalrecht verstehen. Und das ist das Missverständnis vieler Linke, die denken, ich muss nur was von Arbeitsrecht verstehen, weil darüber hinaus gibt es ja gar nichts. Es wäre doch eigentlich, jetzt rede ich schon den Text von Augstein, aber es wäre doch eigentlich... Sehen Sie, so schnell geht das. Verstehen Sie? Sehen Sie? Wenn er das wüsste. Ja, das werden wir ihm zeigen. Es wäre doch mal gut, wenn auch mal Linke wüssten, wie der Kapitalmarkt funktioniert, um ihn dann vielleicht in manchen Ecken sogar noch... etwas glatter funktionieren zu machen. Meinen Sie, die haben das nicht verstanden? Hat Karl Marx das nicht verstanden oder hat heute kein Linker mehr Karl Marx verstanden? Ich weiß nicht genau, ob Karl Marx und der Kapitalmarkt schon so viel miteinander zu tun haben, aber mein Eindruck, ich stehe ja unter einem langjährigen Eindruck eines Linken namens Jakob Augstein, der hat es noch nicht so ganz verstanden. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie es ist, bei der Bild-Zeitung zu arbeiten. Ich habe mal mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, ich möchte keinen Namen nennen. Der hat mal zu mir gesagt, mein Sohn hat zu mir gesagt, Papa, ich möchte mein Leben nicht damit verbringen, das Leben von Menschen zu zerstören. Hat das auch eines Ihrer Kinder mal zu Ihnen gesagt? Nein, weil ich glaube, dass, wenn es das für einen Moment lang ernst sein soll, weil ich glaube, dass die Zeiten, wo das... möglicherweise mal der Fall war, lange vorbei sind. In die schaue ich auch nicht zurück, da war ich noch lange nicht bei der Bild-Zeitung. Deshalb können wir uns lange auch über diese Zeiten unterhalten, aber ich bin dann kein guter Zeuge, weil kein Teil davon gewesen. Ich glaube nicht, dass heute es überhaupt noch eine Zeitung in Deutschland gibt oder ein Medium in Deutschland gibt, dass es sich zum Geschäftsprinzip macht und das als Geschäftsprinzip auch funktionieren würde, so vorzugehen, wie Sie beschreiben. Wie würden Sie denn das Geschäftsprinzip der Bild-Zeitung heute beschreiben? Es ist der Versuch, eine Boulevardzeitung zu machen mit einem Massenpublikum und es ist kein Geheimnis, dass die Auflage nicht so ist, wie sie mal war. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, ganz normal am Medienwandel zum einen, denn wir sehen ja, dass wir ganz große Zuwächse haben, wenn es um digitalen Konsum von Bild-Zeitungsinhalten geht. Das gilt übrigens für alle anderen Zeitungen auch. Es wird, um den Einsatz auch noch zu machen als Journalist, es wird so viel Journalismus konsumiert wie nie. Nur leider ist der Teil des Konsums, der nicht bezahlt ist, der wachsende, und der Teil des Konsums, der bezahlt ist, ist der schrumpfende. Das macht uns ein Problem, das mich beim Rausgehen quasi auch noch stören wird, aber Leute, die jetzt unten einsteigen, quasi als junge Kollegen einsteigen, richtig ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Und der Versuch ist,
ein ganz, ganz breites Publikum anzusprechen. Das ist ein bisschen, wenn ich das sagen darf, wie ARD oder ZDF. Es ist ein ganz bunter Strauß mit sehr leichten Elementen, mit sehr bunten Elementen, mit viel Sport, mit Politik, mit Wirtschaft und vor allen Dingen der Versuch, die Sachen durch die Brille der Leute anzuschauen, die sie nachher lesen sollen. Wenn Sie jetzt ARD und ZDF mit der Bild-Zeitung vergleichen, für wen ist das die größere Ohrfeige? Das hat Sie jetzt verwirrt, ne? Ist das die größere Ohrfeige für ARD? Ich hätte auch Radio 1 sagen können, aber dann kriege ich Stress mit Skopin. Das wollen Sie am allerwenigsten. Aber wenn Sie es so sagen, kriegen Sie Ärger mit Döpfner, denn der kann die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht ausstehen. Das hängt mit der Finanzierung zusammen. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist schon noch ein bisschen... Wer zahlt hier gerne GEZ? Es heißt übrigens... Wow, da hinten ist einer. Der ist von der GEZ. Der ist eingekauft. Der ist von der GEZ. Ich darf aber darauf hinweisen, es heißt heute nicht mehr, man zahlt GEZ, es heißt heute Rundfunkbeitrag. Das zeigt mir, dass Sie ihn nicht bezahlen. Ja, jetzt kommt die Antwort, Herr Blume. Ich habe so ein... Seit Jahrzehnten wechsle ich die Adresse einmal im Jahr. Ach so. Und das macht es denen total schwierig. Ach, Sie sind eine Briefkastenfirma? Ja, genau. Sie wollen hier die Kohle mitnehmen, aber keine Gebühren zahlen. So läuft das? Welche Kohle? Kriegen Sie Geld für das, was Sie machen da? Nee, das kriegen ja Sie. Ach so. Ja. Bei uns kriegen alles die Gäste, Niedermoderator. Das sind wir, die Öffentlich-Rechtlichen, meine Damen und Herren. Ja. Es ist zahlen Sie jetzt oder zahlen Sie nicht? Sie haben selbstverständlich noch nicht zahle ich, muss ich ja. Aber es ist ja eine Zwangsgebühr, hallo? Es ist sogar eine Zwangsgebühr für Blinde. Es ist eine Zwangsgebühr für Leute, die haben noch nicht einmal einen Computer oder einen Fernseher oder ein Radio und die zahlen trotzdem. Und wenn Sie jetzt noch sagen, dass das Schwachsinn ist, zu fordern, die GEZ abzuschaffen oder umzuwandeln, Achtung, dann haben Sie sie nicht alle im Schrank. Es tut mir leid. 8 Milliarden für 2 Sender, das macht die BBC für die Hälfte und, Achtung, besser. Oder? Meinen Sie? Ja, klar. Jetzt kriegen wir die Stimmung rein, die wir den ganzen Abend haben wollten. Ja. Wunderbar. Und ich musste nicht mal was dafür tun. Geil. Ja, bitte weiter. Eben. Die privaten Anbieter müssen halt dem, ne, was liefern. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Brauchen wir jetzt wirklich den saarländischen Rundfunk? Entschuldigung, wir sind nicht im Saarland. Das ist ein leichtes Spiel. Brauchen wir das Saarland, ist dann die Frage. Ja, das ist Die müsste man dann stellen. Die wurde ja hier schon aufgeworfen. Aber brauchen wir all diese Sender? Oder brauchen wir ein gutes öffentlich-rechtliches Fernsehen mit einem Auftrag, den es erfüllt, so wie die BBC oder wie manche andere öffentlich-rechtliche Sender? Das ist ja kein Ausnahmezustand in Deutschland, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Das ist ja auch gut so. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde nur, es ist ein bisschen teuer. Und inzwischen erstickt er ja an seinen Pensionen. Die machen ja gar nicht das mit dem Geld gar nicht mehr Programm, die machen mit dem Geld Altersversorgung. Und das ist irgendwie, dafür ist das nicht da. Ja, das ist aus der Geschichte heraus, aber natürlich müssen wir viel ändern. Aber ja, aus der Geschichte heraus ist ganz viel. Ja, aber natürlich, aber ist es nicht auch wahnsinnig wohlfall, auf den Öffentlich-Rechtlichen rumzuhauen? Weil es ist ja auch wahnsinnig simpel. Ja, Moment, stopp, das ist mein Stopp. Nicht, du fragst nicht, ich frage. Ich wollte jetzt gerade schon, nein, die Frage kommt gleich von mir, können Sie gleich vergessen, ich mache das. Ich wollte nämlich sagen, Sie erleben einen der raren basisdemokratischen Momente bei AfD. Schnauze im Publikum. Hier ist der Moderator. Absolut. Das hier ist die Show, liebe Freunde, und die macht der Moderator. Nach der Show machen wir immer einen Stuhlkreis und dann dürfen alle nochmal alles sagen. Sind Sie in der Schule gehänselt worden? Bitte? Selbstverständlich, meinen Sie, ich würde hier sitzen, wenn ich nicht gehänselt worden wäre. Sind Sie in der Schule gehänselt worden? Geht man zu Bild, wenn man nicht gehänselt worden ist? Nein, natürlich nicht. Oder? Ich will die zerstören, darum bin ich da hingegangen. Ich wollte nur sagen, natürlich, es gibt massiv Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja auch vollkommen okay und ich kann auch sehr vieles nachvollziehen und ich frage mich bei vielem auch, muss es sein? Aber die Frage ist doch, ist diese Kritik nicht wahnsinnig wohlfeil? Ich könnte ja umgekehrt genauso sagen, brauchen wir denn eine Bild-Zeitung, die im ersten Moment Sticker verteilt, Refugees welcome, und im nächsten Moment schreibt, warum ist der noch nicht abgeschoben? Brauchen wir das? Könnte ich auch sagen, nein, brauchen wir nicht, weil es dumpfster Populismus ist. Dann sage ich, genau wie Sie, ich möchte auch eine Boulevardzeitung. Ich finde Boulevard auch wichtig, aber doch nicht auf diese billige Art und Weise. Brauche ich eine Boulevardzeitung, wo beim G20-Gipfel einer fotografiert wird, er hat das geworfen, hat wo man sich sozusagen... Hat was gespritzt? Wo zu sagen, nein, ich versuche einfach nur die Gegenposition einzunehmen, weil es mir gerade so viel Spaß macht. Wo Sie dann sagen, nur weil es ein Linksautonomer ist, zeigen wir den jetzt und sagen so, wer ist der? Und hier die Bild übernimmt sozusagen die Arbeit der Justiz. Brauchen wir diese Form von Boulevard? Dann habe ich lieber 28 öffentlich-rechtliche Sender und einen verkackten saarländischen Rundfunk, den ich auch nicht sehen will, aber es gibt ihn wenigstens und der gibt sich Mühe. Bam. Noch ein ganz großer Moment der Radio-Geschichte. Ist jetzt ein bisschen parteiisches Publikum, es tut mir leid, ich habe Sie nicht eingeladen, Sie haben Karten gekauft.
Es ist nichts gegen Göttingen, sag ich. Sie erleben noch einen magischen Moment, die Einführung, die Erfindung, möchte ich sagen, des Interviews ohne Antworten. Ich habe Sie so lange reden lassen. Nein. Ja? Ja, Sie konnten die gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem runterreden. Das Publikum hat geschwiegen, Ihnen zugehört. Zwei haben sich irgendwann getraut zu buhen. Und jetzt werfen Sie mir vor, dass ich hier sozusagen versuche, also, die Offensive aufzumachen. Ich versuche das jetzt der Reihe nach abzuschichten, wie man in der Politik sagt. Erstens, der Vorwurf meines geschätzten Vorstandsvorsitzenden lautet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll schon machen, was er will. Er soll jetzt nur nicht noch mehr die Geschäftsmodelle der Privaten, denen es jetzt nicht so rasend gut geht im Medienzirkus. Ja, sage ich auch. Aber brauchen wir sie auch im Internet? Müssen die jetzt auch noch einen Internetauftritt machen oder wollen sie nicht in Wahrheit doch nur Helene Silberstein schauen? Soll ich Ihnen schauen? Sagen, warum? Weil Sie sonst die Ersten sind, die sagen, Moment, Sie sind ja gar nicht im Internet. Die junge Generation ist nur noch im Internet. Warum brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn sie nicht da ist, wo die jungen Leute sind? Welche jungen Leute sind denn bei der ARD? Jetzt hören Sie mal auf. Sie sind nämlich genau die Fraktion, die dann sagt, naja, ARD und ZDF grundversorgen aber gar nicht die nachwachsende Generation. Dann wo ist denn die Grundversorgung der unter 30-Jährigen? Nirgends. Warum sollen sie im Internet machen sein? Sie doch natürlich einfach, sind wir machen im Internet. Gucken Sie mal, diese Show hier findet im Livestream statt. Wir finden ausschließlich bei YouTube statt. Wir haben 5- bis 6-stellige Klickzahlen bei YouTube und es findet in einem Livestream statt, wo alle sagen... 5- bis 6-stellige. 6- bis 7-stellige, 8-stellige, 9-stellige. Auf jeden Fall, Hammer. Gucken es. Dafür, dass diese Show von einem kleinen Radiosender gemacht wird, nur im Livestream läuft, nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht im Radio, nicht als kleines Best-of. Aber wir laufen online und es gucken die Fans der Gäste, die kommen und die Fans der Show. Das ist ja auch zauberhaft, dass sie online laufen für 4- bis 5-stellige. Also das finde ich super. Es sind 5- bis 6-stellige. Sie können ja mal, das zeigt ja, dass Sie noch nichts gesehen haben von uns. Sonst wissen Sie die Klickzahl. Aber Sie sollten jetzt... Das ist ja hier ohne Text. Also ich meine, wir reden, aber es ist nicht gedruckt. Es ist nicht mit diesen lustigen kleinen Brezeln und den halben... Nein, ohne Buchstaben. Machen Sie Internet als ARD ohne Buchstaben und der Drops ist gelutscht. Da sind wir alle Taco. Ja? Aber machen Sie nicht ein Portal, das ist einzig am Ende ARD.de oder heute.de und die machen sehr, sehr gute Internetportale wie Spiegel Online, wie Bild.de, wie Faznet, was sie mögen. Aber... Die machen das für lau. Das haben sie bezahlt und wir wollen es verkaufen. Das heißt, es wird immer, selbst wenn alle privaten Anbieter eine Pay-Schranke, also eine Bezahlschranke machen, damit sie die Journalisten, die das aufschreiben, bezahlen können, jetzt werde ich doch mal etwas ernsthafter, wird es immer noch zwei Portale geben, die machen es für gratis. Und das geht nicht. Sie machen die privaten Medien kaputt damit. Ende der Durchsage. Und wer soll dann hier sitzen und den Punching Ball geben? Sie vernachlässigen aber die Tatsache, dass die allerhöchsten Klickzahlen nach wie vor Spiegel Online und Bild.de haben und nicht Tagesschau.de. Die Reihenfolge war jetzt nicht ganz richtig, aber sonst okay. Ja, aber Sie müssen zugeben, dass Sie immer noch weit vor den Öffentlich-Rechtlichen liegen und insofern haben Sie nicht so viel Grund, sich zu beschweren. Ja, aber wir wollen das verkaufen, lieber Meister. Sie nehmen Eintritt hier. Ja? Und jetzt können wir uns vorstellen, das macht ARD und ZDF, im Bild zu bleiben, macht daneben noch so ein Zelt und nimmt keinen Eintritt. Und hat auch einen Moderator, der ähnelt auch Jakob Borgstein. Und dann komme ich da auch noch hin, weil ich... Und dann gehen die dahin. Warum sollten die Leute dann bezahlen? Ja, und dann ist hier Asche mit dem Tippi. Wir sind unterschiedlicher Auffassung, Herr Blome. Ich habe ja meine Meinung gesagt... Recht. Nein, Sie haben leider nicht recht. Nein, Sie haben leider nicht recht. Leider nicht. Sie haben einfach nur Angst vor dem Bedeutungsverlust und den können Sie verhindern, indem Sie geilen Journalismus machen. Und dann wird man Sie klicken, auch in Zukunft. Sehen Sie? Das wird in Zukunft sein. So, jetzt haben wir noch ein kleines Spiel für Sie vorbereitet, Herr Blome. Anderes. Es macht mir große Freude. Ich dachte, wir wollten noch weiter diskutieren. Wir waren gerade so im Flow. Ja, das sind wir auch, aber wir sind doch hier Sie, nicht... Sie sehen Sie jetzt, Publikum will... Das wir sind doch hier nicht im Maxim Gorki Theater, wo Jakob Augstein sich 2 Stunden Zeit nimmt für irgendeinen Gast. Mit Margot Käßmann zu sprechen? Haben Sie das mitgekriegt? Natürlich. Boah. Ja, fanden Sie nicht gut, Margot Käßmann? Sehen Sie, wieso haben die Identitären protestiert, weil sie gesagt haben, Margot Käßmann ist scheiße. Plötzlich hat man gedacht, oh Gott, die Identitären, jetzt haben sie plötzlich Geschmack. Das darf man natürlich so nicht sagen. Das war nur ein kleiner Scherz am Rande. Ja, also über die Identitären würde ich keinen, also da lieber ein paar Scherze über die AfD. Jeder hat das so Recht. So schlimm sind die jetzt. Also jeder hat Nazis das Recht. Sind die auch nicht, um das einmal loszuwerden. Ist jetzt hier der Running Gag des Abends. Ich finde nicht, dass alle AfD-Wähler Nazis sind oder Rassisten, wie Sie gesagt haben. Ich finde auch nicht, dass alle, die im Bundestag für die AfD sitzen, Nazis sind, das macht es sich echt zu einfach. Nein, nicht, wenn Sie meine Begründung gehört hätten. Dann ist es eben nicht einfach. Ich habe Ihre Begründung gehört. Aber es ist klar. Nein, aber es ist klar. Nein, es ist vollkommen klar, dass Sie diese Position vertreten, weil Sie würden sich ja auch nicht dafür in Anspruch nehmen lassen, dass Ihre Zeitung zum Teil nach wie vor menschenverachtenden Journalismus machen, weil Sie sagen, naja, ich bin ja nur für meinen Bereich zuständig. Aber trotzdem sind Sie ja Teil einer Zeitung, die das nach wie vor tut und die knallhart populistisch arbeitet. Nicht. Sie haben vollkommen recht. Diese also Partei sind Sie ja auch mitverantwortlich. Sie sind auch verantwortlich für die Scheiße, auch wenn Sie sie nicht selbst verantwortlich
verantworten, auch wenn sie selber gute Sachen zum Teil machen, sind sie ja Teil des ganzen Systems. Absolut. Eben. Aber dann kann Ihnen aber meine Begründung, was die AfD-Wähler angeht, nicht zuwider sein. Dann müssen doch, Sie ja zustimmen. Doch, weil sie natürlich, weil sie eben nicht analog läuft, diese Begründung. Ich kann nicht erkennen, dass, ich finde, es macht sich zu einfach, wer sagt, Sie haben recht oder andersrum, Sie haben recht, diese Partei ist anders als jede andere. Sie macht das fremdenfeindliche Ressentiment, duldet sie oder macht es gar zur offiziellen Politik dieser Partei. Damit unterscheidet sie sich von jeder anderen Partei im Deutschen Bundestag. Da haben Sie recht. Aber ich glaube, dass die Motivlage bei den Leuten, ein paar Millionen sind es ja leider gewesen, 12,6%, eine ganz unterschiedliche ist. Da sind rassistische Wähler dabei, die finden das richtig klasse, was Herr Höcke sagt. Und die möchten noch viel mehr Höcke und noch viel mehr Gauland und die schnarrende Stimme von Herrn Gauland jeden Abend zum Einschlafen hören. Vollkommen d'accord. Und dann sind es aber noch eine ganze Menge andere Leute, die haben das aus anderen Motiven als rassistischen gewählt. Und ich finde, ja, und sei es nur, weil der soziale Wohnungsbau nicht funktioniert. Ich habe die SPD nicht verstanden, warum sie aus der Flüchtlingsfrage keine soziale Frage gemacht hat. Ich habe es nicht verstanden. Wir haben, das habe ich selber gemacht, Martin Schulz interviewt, in den 5-mal den Ball hingelegt, dieses Thema hochzunehmen als soziale Frage, nicht als fremdenfeindliche Frage, die gegen uns, sondern als soziale Frage, warum sind zu wenig Wohnungen gebaut, dass jetzt, wo die Flüchtlinge kommen, klar wird, es gibt zu wenige. Das hätte man als Thema, als Sozialdemokrat machen können, ohne sich auf das Narrativ der AfD einzulassen. Und es gibt Leute, die vormals Linkspartei gewählt haben, die vormals FDP, CDU oder SPD eben gewählt haben. Und die haben die AfD nicht aus rassistischen Motiven gewählt. Das ist einfach zu einfach. Nein, das ist aber nicht der Punkt. Und nur, weil ich frustriert bin und weil ich das aus richtigen Gründen bin. Sie haben da will ich Ihnen ja gar nicht widersprechen. Und dass die sogenannten bisherigen etablierten Parteien da Fehler gemacht haben und eine offene Flanke hatten, auch d'accord. Aber das ist kein Grund, diese Partei zu wählen. Und wenn Sie diesen Wählern unterstellen, wenn Sie diesen Wählern unterstellen, naja, die machen das, weil die anderen Parteien das nicht mehr abdecken, dann erklären Sie diese Leute alle für dumm. Und das sind sie nicht. Damit machen Sie die Wähler dumm. Weil wenn sie nicht dumm sind, dann sagen sie, okay, ich habe ein großes Problem und ich fühle mich von vielen Parteien nicht repräsentiert. Aber ich sehe, dass in dieser Partei die Wortführer zu großen Teilen leider rassistische Vollidioten sind. Und deshalb kann ich diese Partei nicht wählen. Und diese Entscheidung kann jeder Wähler treffen. Und er sieht, welches Personal ihm präsentiert wird. Und wenn er dieses Personal, auch wenn es nicht alle sind und wenn nicht jeder AfD, jedes AfD-Mitglied ein Rassist ist, aber wenn ich diese Partei unterstütze, unterstütze ich eben auch die, die da sind und die auch noch prominent in der ersten Reihe sind. Und damit mache ich mich zum Mitschuldigen und mache mich auch zum Rassisten. Das ist mein Punkt. Und ich unterstelle nicht jedem rassistischen Motiv. Ja, aber das Spannende ist doch, also das Letzte, was man machen sollte, ist die Leute für doof erklären. Da sind wir uns wirklich einig. Selbst Göttingen war durchschnittlich intelligent. Aber im Ernst, das zeigt doch nur, wie die Abwägung abgelaufen ist. Ich glaube, dass die Leute, die nicht doof sind, genau das gesehen haben. Oh Gott, ich wähle da einen Höcke mit. Mindestens wähle ich einen mit, der Herrn Höcke duldet mit seinen Deutschland muss erwachen und die Männlichkeit der Deutschen muss erwachen, sonst wird das hier nicht mehr. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat es, obwohl er nicht doof ist, trotzdem gemacht. Jetzt gibt es 2 Schlüsse. Er ist Rassist, so wie Sie ihn nennen, was ein sehr gedehnter Begriff von Rassist ist, wie ich finde. Und damit macht es den auch inflationiert und beinahe wertlos. Oder aber er hatte aus irgendeinem Grund so einen Rochus, aus ganz anderen Gründen, die nicht rassistisch sind, dass er es trotzdem gemacht hat. Und mich als Journalist interessiert der Rochus und nicht die Definition, du bist Rassist. Das ist legitim. Bam. Ja, es ist immer... Haben wir jetzt die Zeit überspielt mit dem Spiel? Es ist immer wichtig, dass der Gast das letzte Wort hat. Wir hatten noch ein kleines Spiel mit Ihnen vorbereitet. Wir wussten ja nicht, dass es eine so knallharte Augstein-Blomeske Diskussion wird. Wobei, wenn Ihnen Augstein mal so Kontra geben würde, dann würde ich mich auch mal freuen. So, jetzt... Kleiner Scherz am Rande. Wollen wir noch ein kleines Spiel machen? Haben wir noch die Zeit? Wir sind natürlich maßlos über das. Aber es war so ein schönes Gespräch. Es ist keiner pissen gegangen, obwohl die Leute hier so viel fressen und saufen den ganzen Abend immer bei dieser Show. Keiner ist rausgegangen und das zeigt, dass es ein bisher interessantes Gespräch war. Das heißt, dass die Türen zu sind. Die Türen zu, das finden Sie doch. Wenn einer von der Bild kommt, machen wir die Türen zu, weil wir Angst haben, dass die Leute einfach automatisch davonlaufen. So, wollen wir... Komm. Nein, wir... Haben wir noch 5 Minuten? Nein, weil der Abo-Werber von uns auf dem Weg zum Klo steht, deshalb. Der steht da? Ja gut, Sie können das jetzt auch im Abo kaufen. Hallo? Ey, warum sitze ich hier und lass mich hier veräppeln den ganzen Abend lang?
weil es die Bild jetzt auch im Abo gibt. Es geht eindeutig bergab mit der Bild-Zeitung, meine Damen und Herren. Es geht richtig bergab. Jetzt, wo es auch ein Abo gibt, sollten Sie wissen, Sie unterstützen einen untergehenden Verein. So, kleines Quiz noch. Haben wir noch 5 Minuten, dann machen wir kurz Pause. Und ich glaube, es wird die längste Show ever. Es tut mir auch furchtbar leid. Der zweite Teil wird total kurz. Da kommt auch niemand, den man kennt. Da kommt ein junger Nachwuchskabarettist, Jürgen von der Lippe. Da machen wir 3 Minuten, dann lassen wir den wieder gehen. So, also, Herr Blome, Sie wissen, Bild ist bekannt für seine Neologismen. Es werden viele neue Worte bei Ihnen entwickelt und wir möchten ein Quiz mit Ihnen machen. Es heißt Bild, Deutsch, Deutsch, Bild. Und wir wollen gerne wissen, kennen Sie die Begriffe, die in Ihrer Zeitung stehen? Erste Frage, wer oder was ist ein Brückenteufel-Witwer? A, der Bruder der Hochhaus-Engel-Rentnerin. B, der Sohn des Autobahnpfarrerschwagers. Oder C, der Ehemann des Holzklotz-Opfers? Letzteres, glaube ich. Letzteres? Naja, der... Was der Brückenteufel-Witwer? Naja, der Brückenteufel ist schon klar, was das ist. Das ist nämlich nichts Komisches. Achtung. Ja, deswegen. Aber ja, Sie nannten ihn den Brückenteufel-Witwer. Ja. So, und es ist der Ehemann des Holzklotz-Opfers. Bitteschön, das war die Schlagzeile. Brückenteufel-Witwer, ich werde Sie nie wieder im Arm halten können. Der Ehemann des Holzklotz-Opfers spricht über die Trauer und die Gefühle zu seiner toten Frau. Das ist doch sehr schön. Was bedeutet das Verb klumen? A. Heidi Klum hat keinen Orgasmus, sie klumpt. B. Heidi Klums Missgeschick beim Pudding anrühren, es klumpt. Oder klummen ist die Reaktion von Bicarbonat auf kalzogenisierte Pyrolyse im Vakuum-Walzwasserverfahren. Das kann ich nur beantworten, wenn ich das Foto sehe. Das zeigen wir Ihnen. Wir wissen nämlich nicht, was es ist. Wir zeigen Ihnen die Schlagzeile. Sie können sie sicher eindeutig identifizieren. Hier klumpt Heidis ganzes Glück. Was genau war damit jetzt gemeint? Können Sie das erklären? Ja, klar. Hallo? So, mal Arm hoch, wer das nicht versteht. Oha. Ja, Sie sehen. Göttingen, doch. Öffentlich-rechtliches Publikum. Hm? Ja, also zu viel Tagesschau.de gelesen. Drei oder vier Leute, ja. Wobei, die machen das auch. Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, was klickt bei Spiegel Online? Heidi Klum, oder? Deswegen haben wir auch Markus gesagt. Markus Feldenkirchen ist es nicht. Zumindest nicht die Fotos von Markus Feldenkirchen. Bild ist Spiegel Online ausgedruckt. Es geht weiter. Was ist Fremdgehwetter? A, ist es heiß? B, ist es kalt? Oder C, ist es Wetter? D, es wechselt. Nein, was ist die Lösung? D, es wechselt. Nein, es war A, es ist heiß. Gucken Sie mal, Sie kennen Ihre eigene Zeitung nicht. Fremdgehwetter, die Hitze lässt die Hormone kochen. Also ist es heiß. Was hat zu, beziehungsweise macht man bei hohen Temperaturen? A, Saunasex, B, Sahara-Sex oder C, Backofenbumsen? Das haben Sie erfunden. Was? Das haben Sie erfunden. Oder beziehungsweise, weil Sie, wenn Sie es erfunden haben, könnten Sie anfangen. Wieso? Bei uns oder bei Spiegel Online, also zumindest im Journalismus, der verkaufen will. Ja? Was ist denn? Da macht man sowas nicht, oder doch? Nein, Ihre Auswahl ist schon echt fortgeschritten. Ich würde Sie als Praktikant akzeptieren. Nicht in der Politik. Finden Sie es gut? Nicht in der Politik. Was hat bzw. macht man bei hohen Temperaturen? Saunasex, Saharasex oder Backofenbumsen? Was ist die Lösung? Was stand in der Bild? Das Internet vergisst. Was stand in der Bild? Ich weiß es nicht. Was würden Sie sagen? Was stand in der Bild? Eins von den dreien? Oder ja, haben welches Sie alle denn? Erfunden? Ist Ihre Zeitung so unangenehm, nein, oder was? Ich weiß es einfach nicht. Ja, tippen Sie doch mal. Was haben die Kollegen sich ausgedacht? Sagen Sie nochmals, klang so schön. Wie viel hatte Franz Josef Wagner gesoffen, als er sich das ausgedacht hat? Das ist jetzt nicht nett. Was hat bzw. macht man bei hohen Temperaturen? A. Saunasex, B. Saharasex oder C. Backofenbumsen? B. Saharasex ist richtig. Bitteschön. Das war die Schlagzeile. Sahara-Sex, so macht die Liebe auch bei 37 Grad Spaß. Investigativer Journalismus, wie wir ihn uns wünschen. Es ist ein bunter Strauß. Ja, und jetzt vielleicht auch der Grund für das Abo, meine Damen und Herren. Wir schalten um zur volle Kanne brisant in die ARD. Danke. So, Achtung, letzte Frage. Wer ist Prinz Peng? Wissen Sie es noch? Ja, na klar. Wer ist Prinz Peng? A, der Sohn von König Knall. B, der Sohn von Ernst August von Hannover. Oder C, der Sohn von Lukas Podolski. Podolski ist doch Prinz Peng, hallo? Der Sohn von Lukas Podolski, Fußball. Hier kommt die Auflösung. Es ist natürlich richtig. Poldi, glücklicher Papa, der kleine Prinz Peng heißt Louis. Toll. Also. Ich glaube, Sie haben was wahnsinnig ich jetzt echt viel klasse Spaß finde. Der Bild-Zeitung.
Sie fragten ja eingangs, wie es ist, bei der Bildzeitung zu arbeiten. Ich sage, es macht viel Spaß. Ja, das glaube ich. Und es macht auch Spaß, Menschen Spaß zu machen, wie wir das jetzt hier erlebt haben. Ja. Wenn sich jetzt hier alle irgendwie weggeworfen hätten und irgendwie, oh Gott, wie kann man nur und so. Aber sie haben alle gelacht und dafür sagt auch dieser Kollege Danke. Absolut. Ich danke Ihnen für diesen wunderbaren Besuch. Der Prinz Peng von Bild, Nikolaus Blome. Vielen herzlichen Dank. Toll gemacht. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank, Nikolaus Blome. 15 Minuten Pause. Dann Jürgen von der Lippe, Katie Freudenstuss und viel mehr. Dankeschön. Vielen Dank. Willkommen zurück zum zweiten Teil der großen Radio 1 Satire-Show. Schön, dass ihr alle geblieben sind hier im Saal, auch draußen am Video-Livestream mit Bild, aber ohne Text. Ganz wichtig, mit Bild, ohne Text, der Rest ist uns verboten worden gerade eben. Ja, wenn Sie bis jetzt nicht zugeschaut haben, verstehen Sie diesen Gag nicht und dann haben Sie es auch nicht anders verdient, meine Damen und Herren. Wenn Sie bis jetzt keine Zeit für uns hatten, dann brauchen Sie sich jetzt auch keine mehr zu nehmen. Wir haben heute Montagabend, morgen ist Feiertag, deswegen haben wir uns gesagt, heute machen wir XXL-Show. Jetzt beginnt der zweite Teil, der geht 4 Stunden, der dritte dann 8 Stunden. Und irgendwann morgen früh um 10 fallen wir hier raus und ins Berghain rein. Meine Damen und Herren, wir haben ein neues Problem in Deutschland. Gibt nichts zu lachen, das Insektensterben hat eingesetzt, wie wir jetzt wissen. Und darüber sollten wir heute Abend sprechen mit einem, der sich auskennt, mit dem großen Insektenzüchter und Oberzecke der Grünen, Winfried Kretschmann. Herr Kretschmann, schönen guten Abend. Ich grüße Sie zurück aus Baden-Württemberg. Herr Kretschmann, Sie haben sicher mitbekommen, dass Insektensterben greift um sich. 80% Schwund bei den Insekten in den letzten 27 Jahren. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Schlecht. Also ein Stern, also fettes Dislikele, wie wir in Baden-Württemberg sagen. 27 Jahre, das heißt seit 1990, geht die Zahl der Insekten zurück. Für mich ein klarer Beweis, dass die Insekten im wiedervereinigten Deutschland nicht angekommen sind. Das verbindet sie mit den Ossis und die sind ja für uns Schwaben auch bloß Bremsen. Gut, also Herr Kretschmann, Schritt für Schritt, was genau ist jetzt aus Ihrer Sicht zu tun gegen das Insektensterben? Ganz einfach, wenn der Peter Wohlleben ein Buch über die Geheimnisse der Insekten schreibt, dann kommen die freiwillig zurück. Aber das kann doch nicht alles sein, Herr Kretschmann. Schauen Sie, die gesamte fliegende Insektengesellschaft ist von diesem Schwund betroffen. 30% aller Heuschrecken könnten in Europa in den nächsten Jahren sterben. Was sagen Sie da? Wir gehen davon aus, dass wir 80% der Insekten erhalten können. Wir werden Transfergesellschaften gründen. Sie werden sich unter Umständen in der Kleintierbranche neu bewerben müssen. Vielleicht als Reptilien. Ist blöd, aber ist halt so. Finden Sie das nicht selber auch ein bisschen zynisch? Was ist denn Ihr Lieblingsinsekt? Rotkäppchen. Insekt, nicht Sekt. Ach so, Entschuldigung, ja, die Biene Maya, die mag ich sehr, von der habe ich sogar die Bettwäsche. Besonders schön an der Biene Maya finde ich die Geschichte, wie ihr der Streifen verrutscht ist. Das war der Tiger bei Janosch. Ach so, sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie sich überhaupt nicht für Insekten interessieren? Doch, wenn sie auf meiner Windschutzscheibe, auf meinem Daimler verendet sind, dann haben sie mich schon interessiert. Das ist doch zynisch. Ich meine, nur dann, wenn Sie einen Nachteil davon haben, sich für Insekten zu interessieren. Also das kann doch nur wirklich nicht alles sein. Sie sind doch immer noch ein Grüner. Wollen Sie die Insekten denn nicht schützen? Tiere, die immer wieder so blöd sind, dass sie gegen die gleiche Windschutzscheibe fliegen, sind selber schuld. Das ist wirklich zynisch. Sie klingen wie einer aus der FDP. Ja, ich sage, Eintagsfliegen und Libellen interessieren uns in Baden-Württemberg nicht. Das ist was für Warmduscher oder wie wir Grünen in Baden-Württemberg sagen, für Elektroautofahrer. Also das kann doch nicht sein. Das meinen Sie doch nicht ernst, was Sie da jetzt sagen. Ich bin wirklich fassungslos. Ich folge meinem Parteifreund Boris Palmer, der immer sagt, wir können nicht allen helfen. Und die Motte,
ist der Flüchtling unter den Insekten. Also wenn Sie so weitermachen, da werden die Schmeißfliegen bald sich um Sie scharen. Nein, die sind immer noch bei der AfD. Ja, aber da sind Sie ja soweit nicht mehr entfernt. Letzte Frage, Herr Kretschmann. Bei den Sondierungsgesprächen in Jamaika ist kein Wort bisher über die Insekten gefallen. Es geht immer nur um schwarze Nullen. Warum eigentlich nicht? Weil Jamaika ideale Voraussetzungen für Insekten bieten wird. Wir werden heiße Diskussionen haben und die Luftfeuchtigkeit wird auch steigen. Wunderbar. Dann die allerletzte Frage zu Air Berlin. Sie haben vielleicht mitbekommen, der Mann, der die Insolvenz vorantreiben sollte, Thomas Winkelmann, der letzte Chef von Air Berlin, der jetzt auch in die Insolvenz das Unternehmen geführt hat, hat sich 4,5 Millionen Euro an Geld gesichert, also an Abfindung. Wie finden Sie das? Sie sehen, es ist nicht nur schlecht, wenn die Heuschrecken aussterben. Vielen Dank, Winfried Kretschmann. Lass uns ein paar Worte sprechen über die Sondierungsgespräche in Jamaika. Es läuft sehr langweilig bisher, muss ich sagen. Also so wie es im Moment läuft, muss ich sagen, da hätte die CDU jetzt auch mit der SPD weitermachen können. Also das ist jetzt keine Leistung bisher. Aber die SPD ist hin und her gerissen zwischen Schulz und Scholz und Konzeptpapieren. Und wie die Stimmung in der SPD ist, konnte man bei der ersten Sitzung des Bundestags natürlich sehen, am Gesicht von unserer lieben Abgeordneten aus Berlin, Eva Högel. Und wissen Sie, es ist ja in der Tat so auch. Ja, wir sehen es nochmal in aller Ruhe, wie es ihr geht, einfach damit wir uns einfühlen können. Ja, es ist Trauer angesagt bei der SPD, aber ich sage, das ist ein Fall von krassem Diebstahl. Woher hat sie diesen Blick geklaut von diesem Mann? Hier, ganz eindeutig, natürlich. Wer war er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen, Steinmeier hieß er, ne? Ich weiß nicht. Steinbrück. Genau, ich kenne mich nicht so gut aus in der SPD, auf jeden Fall eher. Daher hat sie das und das zeigt die Stimmung in der SPD, obwohl die Kanzlerin ja gerne mit der SPD weitergemacht hätte. Die hätte sich eigentlich gerne in aller Ruhe in den Ruhestand regiert. Ja, einfach so mit der nächsten großen Koalition. Und jetzt kommt ihr maximaler Albtraum, nämlich Jamaika. Ja, das ist der maximale Albtraum für die Kanzlerin. Ja, das Bild haben wir für Peter Zudeik noch schnell in der Pause gemacht. Das wäre ihr Ziel gewesen, so in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und vorne rum tut sie immer so, als wäre alles wunderbar. Und ich habe da irgendwie überhaupt gar keinen Zweifel, wenn wir geistig alle klar sind, dass wir dann ein gutes Ergebnis erzielen können. Wenn wir geistig alle klar sind, können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Das heißt, es wird scheiße in Jamaika. Ja? Das ist die Übersetzung. Und die größten Differenzen bestehen natürlich zwischen CDU und CSU. Das sind die Parteien, die am weitesten voneinander entfernt sind. Die sind so weit voneinander entfernt, das ist fast nicht mehr zu machen. Sie haben sich jetzt mit Mühe und Not geeinigt auf diesen neuen Begriff. Es heißt jetzt nicht mehr Obergrenze, sondern Richtwert. Was für ein Quatsch. Ich finde, es muss Obergrenze heißen. Und es muss auch eine geben, und zwar eine Obergrenze für CSU-Minister im neuen Kabinett. Und zwar eine Grenze von exakt 1,5. Das muss reichen. 1,5 CSU-Minister im neuen Kabinett. Und ich bin für 1,5, das reicht gerade so für Scheuer und Dobrindt. Die beiden zusammen im neuen Kabinett, alles ist gut. Zwischen CDU und Grünen läuft es besser, das ist eine Liebesheirat, wie man spätestens aus Baden-Württemberg weiß, das funktioniert einfach. Cem Özdemir, unter Umständen der neue Außenminister, das fände ich persönlich sehr, sehr gut, weil wenn Özdemir mit Erdogan verhandelt, haben wir richtig Spaß. Das wird schön. Oder Katrin Göring-Eckardt als neue Außenministerin, auch nicht ganz so einfach. Bei Özdemir wäre es so, der käme aus der Türkei nicht mehr raus, Katrin Göring-Eckardt käme gar nicht erst rein. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass ich Erdogan verstehen kann, aber auf jeden Fall. Die wichtigsten Knackpunkte von Jamaika nochmal zusammengefasst. Der erste große Punkt ist Europa. CSU und FDP wollen im Grunde ein Kerneuropa. Die wollen keine Umverteilung mehr. Die wollen auch nicht, dass Griechenland weiter subventioniert wird. Die Kanzlerin dagegen sagt, ja, weiß nicht so genau, mal gucken, wie es so weitergeht. Keine Haltung. Dann haben wir das nächste große Problem in Jamaika und das ist natürlich nicht zu vergessen, die Mietpreisbremse. FDP will sie abschaffen, Grüne wollen sie beibehalten. Die Kanzlerin sagt, da gucken wir mal, weiß nicht so genau, mal gucken. Ja, wird sich zeigen. Ja, dann natürlich großes Thema der Diesel, der sogenannte Dauerbrenner im Moment, kleines Wortspiel am Rande, der Diesel auch nicht entschieden. Wie geht es mit dem Diesel weiter? FDP und CSU haben eine Bestandsgarantie für Verbrennungsmotoren abgegeben. Die Grünen wollen umsteigen auf Elektroautos. Die Kanzlerin sagt, da weiß nicht so genau, mal gucken. Wird schon. Und ein riesiges Problem, die Cannabis-Legalisierung. Dürfen wir bald kiffen in Deutschland? Die Grünen sind größtenteils dafür, die CSU ist dagegen. Und was sagt die Kanzlerin? Vielleicht, da weiß nicht so genau, mal gucken. Oder ausnahmsweise doch was anderes. Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Nein. Nein. Nein.
So kannte ich sie gar nicht. Nein. Wie so eine kleine giftige Schlange. Nein. Komm nicht in Frage. Was ist denn jetzt passiert? Das kenne ich nicht von ihr. Nein. Wieso da auch denkst du, oh Gott, gleich beißt sie? Nein. Aber das muss man natürlich übersetzen. Das ist ihre Sprache, die muss man übersetzen. Das, nein, heißt übersetzt von ihrer Sprache in unsere. In 2 Jahren sagt sie, weiß nicht so genau, mal gucken. Und in 4 Jahren sagt sie, Kiffen, eigentlich alternativlos. Das heißt, Freunde, spätestens in 4 Jahren ist Kiffen erlaubt in Deutschland. Bist du ein großer Kiffer, Enno? Klar, Musiker, beruflich, muss. Anders halte ich das nicht aus. Wirst du auch dann noch kiffen, wenn es wirklich erlaubt ist oder nur solange es verboten ist? Nee, dann ist es uncool. Ja. Ja, ja. Ich würde aber sagen, ich glaube, es ist schon früher soweit. Ich glaube, wir haben das dieses Jahr unterm Tannenbaum schon und singen alle zusammen. Join to the world. Ich finde das ehrlich gesagt sehr verdächtig, wenn der Kanzlerin nahezu alles egal ist, nur diese Cannabis-Geschichte nicht. Das ist doch irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, die Kanzlerin ist die Einzige, die hier so wirklich in Jamaika zu Hause ist. Und ich habe da so einen Song vorbereitet. Ich habe mal in ihren Kopf mal so reingeguckt. Sondierung, ihr seid alle so stur. Wegen welchem Scheiß habt ihr wieder Streit? Regierung ist Hektik pur. Kennt ihr das Geheimnis meiner Gelassenheit? Damit ich gut drauf bin, jeden Morgen im Kanzleramt, mach ich meine Raute und dann wird erstmal Hanf gedampft. Innerlich grinse ich breit, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Macht ihr mal und ich guck zu. Sondierung und ich bin bald fort. Physikerin sind physisch immer voll dabei. Jemand anderes macht sich zum Horst. So bleib ich Kanzlerin für die Ewigkeit. Denn weil ich so gut drauf bin, bin noch breiter als Helmut Kohl. Zieh ich meine Raute, das neue Peace-Symbol. Ich geh mit bester Laune raus, sprech euch mein Vertrauen aus. Ich lieb es hier in der CDU. Enno Kunger, der Soundtrack für Jamaika. Mein nächster Gast ist ein sehr geschätzter Kollege. Er ist heute Abend dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen, weil Till Reiners, der eigentlich angekündigt war, aus Krankheitsgründen absagen musste. Ich freue mich sehr, dass er so spontan zugesagt hat. Sie können ihn am 17. November mit seinem gesamten Programm sehen. Es heißt Moral in den Wühlmäusen tritt er auf. Am 17. November heute Abend ist er hier mit einem Ausschnitt aus diesem Programm. Bitte begrüßen Sie den großartigen Timo Wopp. Ha, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ich mache keinen Ausschnitt aus dem Programm, weil ich habe gar nichts vorbereitet. Das war wirklich, heute Nachmittag habe ich den Anruf von Florian bekommen, ob ich einspringen kann. Und ich kann immer. Und ich dachte mir, ja, Till Reiners vertreten, das ist meine Chance. Ich komme hier endlich raus. Ich habe nämlich gerade 3 Monate Elternzeit hinter mir. Und ich wollte einfach mal 10 Minuten am Stück durchreden, ohne dass meine Kinder mir ins Wort fallen. Oder? Aber ich glaube, ich muss sagen, ich habe die Bild-Zeitung abonniert und das geht nicht auf. Aber wir werden sehen. Ich freue mich tierisch. Das ist spontan. Ich habe nichts für dich. Guck mal, was hier heute Abend geht. Ich freue mich wahnsinnig. Hat super gepasst. Ich wohne hier seit über 12 Jahren in der Stadt mit dem größten Passivflughafen der Welt. Deswegen, ich war super schnell. Ich bin gebürtiger Niedersachse, muss ich dazu sagen. Niedersachsen ist, oh ja, genau. Hinter jeder Idylle lauert die Gülle. Ja. Meine Heimat, Oldenburger Land, da, wo Mensch und Tier enger zusammenleben, als es von der Natur vorgesehen war. Ja. Mäh, mäh, mäh. Mäh, mäh, mäh. Nein heißt Nein auf Plattdeutsch, nur falls ihr
da oben mal ein Schaf in Verlegenheit bringt. Das ist also, kann ich MeToo irgendwie aufs Feld sprayen? Das ist ganz wichtig heute Abend. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Ein unfassbar junges Publikum hier heute Abend. Nein, ich bin ja froh, wenn ich im Kabarett mal Zuschauer habe, die beim Lachen noch das Wasser halten können. Ja, das macht einen Unterschied auf der Bühne. Also, geruchlich. Also im Sommer, je nachdem, wie der Wind steht. Aber ich hatte Ende Mai hatte ich ein Open Air in Stade, oben bei Hamburg. Als ich die Bühne betrat und in diese riesige Baumwollplantage geguckt habe, dachte ich mir, ach so, deswegen heißt die Gegend hier Altes Land. Ja, und ganz ehrlich, nach 2 Minuten auf der Bühne wusste ich, hey, es ist Spargelzeit. Ja, also insofern ist es super hier heute Abend. Like, kurz vorher auch noch Baden-Baden, Rentnerparadies, wirklich obere 10.000, aber eben Kurort. Das Ganze sah ein bisschen aus wie der gelüftete Rückzug aus Stalingrad. Und ihr merkt euch, ich bin immer sehr ehrlich mit meinen Zuschauern. Ja, ich habe den Leuten da ehrlich gesagt, Leute, rein statistisch gesehen, müsstet ihr tot sein. Ich weiß auch, ein Spruch so unangemessen wie ein Kinderballett auf der SPD-Entlassungsparty von Edati. Ja, oder wie als Frau beim One-Night-Stand zu sagen, huch, vom Büro her hätte ich mir größer vorgestellt. Aber ich mache nur Boulevard hier heute Abend. Der war zu ehrlich. Ne? Der war zu ehrlich. Das stimmt auch. Es ist Elternzeit. Es muss viel raus bei mir. Da hat sich viel angestaut. Elternzeit ist mir wichtig. Ich lebe das. Gleichberechtigung. Ich atme das. Interessiert dich das hier? Gleichberechtigung? Ist das ein Thema hier heute Abend? Nein, für sich. Das ist eine geile Verweigerungshaltung. Nein, Gleichberechtigung. Das haben wir hier an und für sich nicht so gerne. Da waren mal welche 62, 63, die hatten das versucht, aber die waren auch. Nee, ist auch nicht schön. Aber es ist anstrengend, gerade bei uns auf der Ecke. Ich wohne mitten in Berlin, Prenzlauer Berg. Ja, Hochburg der moralischen Schizophrenie. Viele von uns Eltern selektieren ihre Kinder erst mit Pränataldiagnostik vor, um sie dann nicht zu impfen. Ist nicht leicht. Wir finden alle Apartheid ganz schlimm, außer an der Grundschule unserer eigenen Kinder. Es ist Wahnsinn. Elternabende bei uns, wirklich Elternabende mit anderen Ernährungstalibanen. Wirklich nach kürzester Zeit, man wünscht sich sehnlichst einen Umzug nach Gaza-Stadt herbei. Ich habe die Erfahrung gemacht, so nervige Mütter auf Elternabenden sind so ein bisschen wie AfD-Leute in Talkshows. Ja, nie in der Mehrheit, aber 2 reichen aus, um alle anderen wahnsinnig zu machen. Kann man dran wachsen, muss man nicht. Ist ein Toleranz-Trainingslager. Ich bin nicht dran gewachsen. Ich bin dünnhäutiger geworden. Ich bin schlechter Mensch geworden. Ich merke, ich habe ganz schlimme Gedanken in der letzten Zeit. Ja. Letzte Woche hat sich meine Frau vor mir umgezogen, meinte, mit dem Körper muss ich mich doch nicht mehr verstecken. Da dachte ich mir, mit dem Körper kannst du dich auch nicht mehr verstecken. Aber das denke ich ja nur. Hallo, das sage ich ihr ja nicht. Ich bin ja kein Assi, aber ich muss sie auch einordnen. Stand sie vorm Spiegel und meinte, ich habe schon wieder Normalgewicht, wo ich dachte, ich wusste nicht, dass Normalgewicht Lebensjahre plus 100 Kilo sind, aber das denke ich ja nur, aber als sie mich dann auch noch mit Sex bestrafen wollte, da habe ich klipp und klar gesagt, muss ich da auch schützen, was ganz dünnes Eis. Und es wird noch viel dünner bei mir, das kann ich sagen. Meine Frau ist auch nicht besser, überhaupt nicht. War schon mein zweites Mal Elternzeit. Beim ersten Mal hatte ich mich richtig drauf gefreut, weil ich immer schon dachte, Frauen im Haushalt schön und gut, aber ihr könnt es halt auch einfach nicht. Ihr wisst ja auch, werden Sachen angefangen, nicht zu Ende geführt. Ihr kennt eure Defizite, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich bin da reingegangen mit einem Selbstbewusstsein wie Bruce Willis. Nach 2 Wochen der Nichtanerkennung noch rumgerannt wie Kaspar Hauser. Meine Frau mutierte aber in kürzester Zeit zu so einem, so stelle ich mir so einen osteuropäischen Diktator vom Tonfall hervor. Vielleicht hat nur noch Befehle erteilt. Temo, räum die Wohnung auf, bring die Kinder zur Kita, mach die Steuererklärung, hol die Kinder von der Kita, aber Dalli Dalli. Hab sie nur noch Putina genannt. Ja, ihr lacht, ja, aber wie oft habe ich mich wirklich wegen ihr nachts in den Schlaf geweint. Abends heiß geduscht, damit ich die seelischen Schmerzen vergesse, mich dabei auch ein bisschen für den Tag belohnt, aber das ist was anderes. Ich weiß noch, einmal in der Elternzeit hat mein Sohn Norovirus, hat alles vollgespuckt. Meine Tochter hat einen Ausraster bekommen, weil ich ihr Lego-Haus nicht weiter aufbauen konnte. Das heißt, ich fand mich irgendwann wieder robbend auf dem Boden, hatte ihn hier links auf dem Arm, habe mit der rechten Hand irgendwie versucht, das Erbrochene wegzumachen, mit dem linken Fuß versucht, das Lego-Haus weiter aufzubauen. Ich meine, ich schwitze eh immer wie ein Schwein. Hinten bei mir guckt das Knie durch, hier mein skinny, fetter Bauch, hinten das Maurerdekolleté. Meine Frau kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, ei, Timo, du bist die hässliche Fratze der Gleichberechtigung.
muss man stark bleiben. Muss man, in solchen Momenten muss stark bleiben. Ich übe mich gerade in Achtsamkeit, deswegen bin ich so ruhig geworden. Nee, Achtsamkeit ist super. Hat mir einer gesagt, ich bin so dünnhäutig geworden, ich müsste mich mal in Achtsamkeit üben. Ich müsste mal so eine Laufmeditation machen. Hab ich schon mal gehört, Laufmeditation, was ist das? Hat er mir auch erklärt. Also Laufen wusste ich bis dahin auch nicht, besteht nämlich aus Lifting, Pushing, Dropping. Das ist ein Schritt. Irre, oder? Da dachte ich auch, Lifting, Pushing, Dropping. Ja? Und das sollte ich mal ganz bewusst so machen. Und dann würde man in 2 Stunden nur so 3 Schritte machen oder so. Ne? Und immer so, Lifting, Pushing, Dropping, dann wären ganz viele Probleme weg. Wo ich mir dachte, das löst doch nicht ein einziges Problem. Aber als mein kleiner Sohn gestern angefangen hat, ja, 2 Jahre alt, vom Balkon so Steine auf parkende Autos zu werfen, da dachte ich mir ganz kurz, Lifting, Pushing, Dropping würde verdammt viele meiner Probleme lösen. Es ist auch schwierig. Man muss aushalten in dieser, es ist eine komische Zeit, man ist umgeben von komischen Leuten, einfach aushalten, das kann man machen. Ich meine, Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur, Reichsbürgeranjäger, Elke, Populisten sowieso. Es wurde neulich in der Süddeutschen wirklich die Frage gestellt, ob wir nicht, um Leute wieder ins Boot zu holen, anfangen sollten, so einzelne Verschwörungstheorien durchaus mal ernster zu nehmen. Wo ich mir dachte, da stößt bei mir aber Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Die auch noch ernst. Ich dachte mir bis heute, Verschwörungstheorien sind doch eigentlich nur dazu gut, um die Zeugen Jehovas an der Tür direkt abzuwimmeln. Ja, ja, denen einfach sofort eine Geschichte erzählen, die noch viel absurder ist als das, was die einem auftischen wollen. Oder? Wenn die Zeugen Jehovas das nächste Mal bei uns klingeln, ich mache sofort die Tür auf, am besten mit so einem Aluhelm auf dem Kopf. Was denn? Wir wollten mit Ihnen über Gott sprechen. Hey, ich finde eine super Idee. Aber Jungs, kommt mal näher. Sag mal, wusstet ihr schon, dass Kondensstreifen am Himmel echt Chemtrails sind, die uns alle unfruchtbar machen, damit wir langsam aussterben? Aber wir erfahren die Wahrheit ja nicht, weil alle Medien in Deutschland ja gleichgeschaltet sind. Wobei, Deutschland gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Deutschland ist echt nur eine GmbH. Und ich muss die Besatzungsmächte noch das sagen. Wo die Zeugen Jehovas sich nach 30 Sekunden angucken, sagen, okay, alles klar, danke, tschüss. Wo die vollkommen verdattert im Haus stehen und sagen, Alter, ich dachte schon, unsere Geschichte wäre hauchdünn, aber so eine kranke Scheiße habe ich noch nie gehört. Das ist das Problem, kranke Scheiße in postfaktischen Zeiten angeblich. Wir sind umgeben von Fake News, falsche Nachrichten, was stimmt noch, was nicht ist. Schwierig, ich musste gerade für Dreisat mein gesamtes Programm auf 30 Minuten zusammenkürzen. Ich habe erstmal die Inhalte rausgeschmissen. Was weiß ich, was nächste Woche Bestand hat. Und wenn ich mal einen Fakt auf der Bühne präsentiere, es ruft sofort jemand rein, nein, stimmt nicht. Sagst du nur, weil du so ein Systemkabarettist bist, das musst du. Sag, die Zwischenrufe sind so heftig geworden. Also, dagegen war das gerade bei Blome, das war harmlos, was hier reinkam auf Tour. Es war auch bei anderen Leuten, auch international. Es ist wirklich wahr, ich habe gerade gelesen, dass bei der London-Premiere des Theaterstücks Das Leben der Anne Frank, die Anne-Frank-Darstellerin wohl so schlecht gewesen sein soll, dass das erste Mal, als die Gestapo die Bühne gestürmt hat, jemand aus dem Zuschauerraum gerufen haben soll, die ist im Schrank. Ganz ehrlich, wie soll man das auf der Bühne noch toppen? Oder ich kann gar nicht mehr heftiger sein als die Realität. Geht überhaupt? Die Realität überholt einen permanent. Guck mal, ich hatte dieses Jahr am 30. Juni hatte ich eine Veranstaltung unten in Passau. Und 30. Juni, die Friseure im Raum erinnern sich. Genau, es war genau der Tag, an dem die Ehe für alle durchgewunken wurde. Und ich habe mich wirklich darüber gefreut. Ich dachte mir, hey, längst überfällig, fand das wirklich toll, hab ein bisschen vergessen, ich bin im tiefsten CSU-Land gelandet, ja. Taxifahrer neben ihm so Bildzeitung geöffnet, war so ein Artikel darüber, dachte mir, guck mal, gerade abgestimmt, ist jetzt durch, ist jetzt toll, dann meinte er vorne, ja, das ist jetzt toll. Das finden jetzt alle toll. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist, denen erlauben es jetzt alles. Als erstes erlauben es denen die Homo-Ehe, als nächstes erlauben es denen noch Sex mit Tieren. Wo ich mir hinten dachte, das ist doch nicht der nächste logische Schritt. Oder? Ich habe viele homosexuelle Kollegen. Es ist noch nie einer in der Garderobe auf mich zugekommen. Und meinte irgendwie, Moment. Es ist noch keiner dabei gewesen, der irgendwie meinte, also Timo, ganz ehrlich, der Sex mit Gregor ist echt geil, aber ich glaube, heute kann ich noch einen Pinguin knallen. Zumal die Grundlage für Geschlechtsverkehr, zumindest in unseren Breitengraden, ja immer noch das gegenseitige Einverständnis ist. Und da scheidet so ein Pinguin ganz einfach aus. Also wie soll der das auch zum Ausdruck bringen? Wieso? Ich habe aber Nein gesagt. Nein heißt... Man weiß es nicht. Nein heißt Nein, ist jetzt im Strafgesetz. Nein heißt Nein. Letzte Woche das erste Mal angewendet worden. Ich finde das auch gut. Das hat mein Leben jetzt nicht so verändert, weil wir haben Kinder, wir haben sowieso keinen Sex mehr. Nein, das ist einfach so. Wenn Kinder im Haus sind, hat man einfach keinen Sex mehr. Also zumindest nicht mit dem eigenen Ehepartner. Aber
wozu bin ich denn heute Abend hier? Guck mich hier um. Ja, es sind Angebote im Raum, die man stellt. Hey, Comedy, kann stimmen, muss aber nicht. Aber man wird auch gern. Nein, angeblich hat der Bundesbürger ja 2,6 mal Sex die Woche. Kollege Wakubinger fragt da zu Recht, wer bumst da eigentlich für mich mit? Schwierig. Ich mache nur Boulevard hier heute Abend. In der Zeitschrift Nido ist wirklich wahr, das fand ich in die Freiheit der Frage nachgegangen, wie wir uns als Eltern verhalten sollen, ja, wenn uns die eigenen Kinder beim Sex erwischen. Unabhängig davon, dass es eine rein hypothetische Frage ist, da ich mir doch ganz spannend zu lesen, was Sie da zu schreiben. Da stand irgendwie, machen Sie nicht allzu viele Gedanken, Kinder bevor keinen psychischen Knacks. Der lustigste Satz war eigentlich, wahrscheinlich erschrecken Sie sich mehr als Ihr eigenes Kind, wenn es Sie beim Sex überrascht. Wo ich mir gesagt habe, so, wow, Mutti, geh weg, Mann, Malte, du Idiot, da kann man auch mal anklopfen. Aber dann kam die Handlungsanweisung, die fand ich wirklich am allerschönsten. Da stand original, am besten bleiben Sie ganz entspannt. Führen Sie sich vor Augen, dass Sie nichts Verwerfliches getan haben. Begrüßen Sie Ihr Kind in aller Ruhe und fragen Sie, was es will. Das ist auch schwer umzusetzen, oder? Stell mir vor, ich bin noch mitten dabei, auf einmal flüchtet Mutti mit letzter Kraft unter die nächste Bettdecke, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, stehe auf mit roten, wundgescheuerten Kniescheiben und soll dann direkt den Hebel umlegen auf. Guten Abend, Malte. Na? Herzlich willkommen im elterlichen Schlafzimmer. Wie war das Handballturnier? Ja, ich weiß. Wir waren nicht da. Hast du gehört? Mutti geht's nicht so gut. Was kann ich für dich tun? Das war's von mir. Ich habe die 10 Minuten sehr genossen hier heute Abend. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Tschüss. Timo Bob. Vielen Dank für den Besuch. Timo Bob, Dankeschön. Ich bin sehr stolz, dass mein nächster Gast heute Abend hier ist. Er zählt zu den besten Entertainern, die wir seit vielen, vielen Jahren in Deutschland haben. Er ist erfolgreich als Fernsehmoderator, er ist erfolgreich als Comedian auf der Bühne und er ist einer der nettesten Kollegen, die ich kenne. Ich freue mich, dass er hier ist. Bitte begrüßen Sie Jürgen von der Lippe. Jürgen, willkommen. Ja, danke. Wie ist das Befinden? Erschöpft, aber glücklich. Was macht dich erschöpft? Der Tag. Einfach der Tag oder ist irgendwas passiert? Nein, es ist nicht viel passiert. Ich habe gefrühstückt. Und warst erschöpft. Und danach brauchte ich eine Pause. Wie sieht die dann aus bei dir? Ich habe in meiner Wohnung die Wahl zwischen 3 Sitzmöglichkeiten. Unterschiedlich bequem. Habe mich aber für die harte Variante entschieden. Die Bierbank? Nein, den Stuhl vor dem Computer. Und dann? Habe ich kontrolliert, wie viele Klicks ich habe auf meinem YouTube-Kanal. Und? Wie war die Überleitung? War das gut? Und wie viele? Ja, war super. Wir haben, weiß ich nicht, waren jedenfalls... Hast du nicht so genau hingeguckt? Ein paar Tausend mehr als gestern. Nicht, dass ich Buch führen würde. Aber nee, du guckst ja jeden Tag nach und vergisst die Zahl wieder. Nein, die schreibe ich auf. Wenn ich das nicht täte, würde ich sie tatsächlich vergessen. Siehst du? Ja. Jürgen, wir haben über dich einen kleinen Film vorbereitet, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können. Bitte schön. Er nimmt gerne vieles auf die Schippe. Der Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe, Moderator, Showmaster, Komiker und Liedermacher. Geboren 1948 in Bad Salzuflen unter dem Namen Hans-Jürgen Hubert Dorenkamp. Ein Name, mit dem man es auch in Bad Salzuflen nicht mal zum örtlichen Standesbeamten bringt. Von der Lippe wuchs in Aachen auf, wo seine Mutter als Diätköchin arbeitete, was man ihm bis heute ansieht. Auch der Einfluss seines Vaters ist eindeutig. Schon er war im Rotlichtmilieu tätig, als Cocktailmixer in einer Striptease-Bar. Seinen ersten Hit hatte Jürgen von der Lippe 1978 zusammen mit den Gebrüdern Blattschuss und dem Song Kreuzberger Nächte. Bei seiner ersten Fernsehsendung, der Spielshow Donnerlippchen, schalteten bis zu 15 Millionen Zuschauer ein. Um solche Quoten zu kriegen, muss man heute schon Fußballweltmeister werden oder 2 Hochhäuser zum Einsturz bringen. Ah!
1994 bekam Jürgen von der Lippe sogar den Adolf-Grimme-Preis für seine Show Geld oder Liebe. Das ist im deutschen Fernsehen in etwa so überraschend, wie wenn Mario Barth den Literaturnobelpreis kriegen würde. Seit Jahren ist er aber in erster Linie unverändert erfolgreich als Comedian auf Tour, wo er zwischen weiblichen Orgasmen, Bushido und Goethe alles auf die Bühne bringt, was nicht bei drei jemanden zum Begatten gefunden hat. Insgesamt hat von der Lippe bis heute über ein Dutzend Bücher veröffentlicht und mehr Alben rausgebracht als die Beatles. Wir freuen uns, dass der John Lennon unter den deutschen Komikern erstens lebt und zweitens den Weg in die Radio 1 Satire-Show gefunden hat. Ein Poet gefangen im Körper eines Hawaii-Hemds. Jürgen von der Lippe. Ja, es sind übrigens 2 Grimme-Preise und es sind 15 Bücher. Mittlerweile. Ich habe auch gesagt, mehr als. Ja. Mehr als 12. Also es war oft nach oben offen, ob es jetzt 1000 mehr sind als gestern oder nur 3, das wollte ich offen lassen. Stimmt. Ja, das stimmt. 15 Bücher. Und du bist einer der wenigen Kollegen, die ich kenne, denen man Witze über den weiblichen Orgasmus und auch über den männlichen nicht übel nimmt. Wie machst du das? Das liegt einfach daran, dass ich, das war ja früher anders, aber ich glaube, dass meine Lebenserfahrung, mein Gewicht und meine Herangehensweise, die ist ja meine Altersmilde, ist es, glaube ich. Es ist wirklich die Altersmilde. Tatsächlich? Ja. Und das ist jetzt, und die schlechte Nachricht, meine Damen, das ist nur beim Mann so, das ist ja eine hormonelle Frage. Das heißt, das Östrogen, das Weibliche, wird ja bei Frauen mehr, weil das Testosteron, also das Östrogen wird beim Mann mehr, weil das Testosteron sinkt. Bei der Frau ist es umgekehrt, das gibt die zänkischen alten Weiber. Ich habe das nicht so eingerichtet. Ich bin nicht Gott. Aber es gibt auch bei Männern das Phänomen der Altersradikalität. Das stellst du bei dir gar nicht fest. Nö, die haben dann hohe weibliche Anteile, das wissen die meistens nicht. Hast du auch weibliche Anteile und wenn ja, wie sehen sie aus? Ganz viel weibliche Anteile. Erzähl mal. Ich kann nicht einparken. Ich kann überhaupt ganz schlecht, ich kann eigentlich nicht Auto fahren. Ich musste Auto fahren lernen beim Bund. Du magst es gar nicht, ne? Weil es dich verunsichert oder was genau ist es, was dich stört? Ich bin immer froh, wenn ich unbeschadet aussteige. Hattest du mal einen Unfall oder kannst du das erklären? Ich hatte 3 Unfälle. 3 Unfälle? 2 Grimme-Preise, 3 Autounfälle. Ja. Bitte nicht alle verwechseln, meine Damen und Herren. Alle unverschuldet, also ich war immer Beifahrer. Ich habe nicht mal einen Führerschein und ich kann deine Angst so sehr nachvollziehen. Und ich habe unter anderem deshalb auch den Führerschein nie gemacht, weil ich schlichtweg Angst davor habe, da hinter diesem Steuer zu sitzen. Und ich fahre sehr gerne mit, aber ich kriege auch relativ schnell Angst, wenn ich das Gefühl habe, es kann einer nicht wirklich, was er da tut. Und das ist leider bei der Mehrheit der Autofahrer der Fall. Siehst du, ich bin ein sehr angenehmer Beifahrer, weil ich jedem unterstelle, dass er besser fährt als ich. Und ich sag schon mal, also mein Tourleiter ist zum Beispiel auch jetzt, wird annähernd mein Alter, also er holt auf. Ich sag da schon mal Dinge wie, Alfred, das war jetzt rot, oder? So. Und dann sagt er, nein, das ist deine Farbenblindheit im Alter, Jürgen. Nein, ich bin ja froh, wenn er dann wach wird in dem Moment. Aber was verunsichert dich so sehr am Autofahren? Die anderen, dass du das Gefühl hast, du kannst es nicht, dass es dir schwerfällt, dass du... Der technische Vorgang des Bewegens eines Fahrzeuges, das ist schon leistbar. Aber ja, es sind schon die anderen. Ja? Es sind schon die anderen. Und auch so Sachen. Ich habe mich mal in Spanien im Urlaub, da muss ich fahren, weil meine Frau nicht gerne einkaufen fährt. So Lebensmittel einkaufen. Und da fuhren wir eine Abkürzung. Warum ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Da passte aber nur ein Fahrzeug hin und dann kam mir ein Lastwagen entgegen. Da habe ich mich so runter, man soll ja beim Flugzeugunfall den Kopf zwischen die Knie nehmen. Da habe ich meiner Frau gesagt, mach das auch. Ich habe dann das Fahrzeug zum Stehen gebracht. Sie ist dann rückwärts
Ja, das kann ich auch nicht. Kannst du das rückwärts im Spiegel mit rechts und links nennen? Wie gesagt, ich habe keinen Führerschein. Also, du fragst einen Blinden nach Farben. Ich habe keine Ahnung. Ich sage immer nur zu den Leuten, mit denen ich mitfahre, los, fahr da rein. Und wenn da steht Einbahnstraße, sage ich, scheißegal, als Fahrrad fahre ich doch da auch rein. Ja. Ich fahre überall rein. Ja. Aber würdest du dich als ängstlichen Menschen bezeichnen grundsätzlich? Ja. Also ich sage mal so, es kommt drauf an, wenn ich überhaupt nicht weiß, dass es gefährlich ist, dann... Nein, weiß ich es ja nicht. Aber ne? Du könntest ja eine Gefahr unterstellen, wo du noch gar nicht weißt, ob die Gefahr da wirklich ist, wo du sie unterstellst. Und die Unterstellung wirkt stärker als die Wirklichkeit. Also wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja. Es gibt ja jetzt im Zuge der Gleichberechtigung, habe ich mal einen Artikel gelesen, wo eine Frau, die war der Autorin, gefragt, wie das ist, wenn ein Paar im Bett liegt und ein Einbrecher wird gehört. Wie man das dann macht. Und dann vertrat sie den Standpunkt, dass man das dann ausdiskutieren muss, wer jetzt nachgucken geht. In dem Moment habe ich gedacht, wenn meine Partnerin Regina Halmich ist, können wir das ausdiskutieren und dann trete ich auch zurück. Aber normalerweise erwartet doch die Frau, dass der Mann sagt, Schatz, ich gehe gucken, ich bringe ihn um. Oder ich stülpe, wie wenn die Frau ruft, da ist eine ganz fiese Spinne, ich stülpe ein Glas über ihn und mache unten einen Bierdeckel und setze ihn dann raus. Ja. Das ist ja auch das Tolle. Die Frau ruft ja nicht, bring die Spinne um, sie ruft ja, bring sie weg. So, und jetzt habe ich aber noch ein Argument gefunden. Ich würde jetzt wirklich sagen, Schatz, geh du gucken. Weil ich denke mir, dass ein Einbrecher mit Manieren, wenn er sieht, da ist eine Frau, die nachguckt, dann sagt er, der tue ich nichts, ich bin Kavalier, ich gehe. Schlecht ist, wenn die Frau die Einbrecherin ist, dann ist blöd. Was aber statistisch wesentlich seltener vorkommt. Der degradierendste Satz ist nur, wenn die Frau zu dir sagt, Jürgen, ich würde dich jetzt eigentlich gucken schicken, aber ich weiß, du wirst ihn nicht umbringen. Den Einbrecher, dann hast du ein richtiges Problem mit deiner Frau. Nö, dann sage ich, da hast du recht. Und drehst dich wieder um und schläfst weiter. Na, also ich schlafe dann nicht, das geht mir schon durch den Kopf, da mache ich mir auch Gedanken. Nein. Eine Angst, die du hast, ist auch die Angst vor Krankheiten, was uns auch ein bisschen verbindet. Ich habe gelesen, du hattest folgende Krankheiten. Meniskusprobleme, Geschwüre, Schlaflosigkeit, Allergien, erhöhte Cholesterinspiegel. Stimmt alles oder stimmt nichts? Der erhöhte Cholesterinspiegel, das hat man übrigens untersucht, geht einher mit erhöhten intellektuellen Fähigkeiten. Ich lese ja so Sachen. Ich lese ja mit Begeisterung so Sachen. Was sind Sachen, die du liest? Solche medizinischen Sachen. Ich weiß zum Beispiel, und jetzt halten Sie sich fest, jetzt wird ein Ruck durch alle WGs gehen. Liebe Männer, setzt euch beim Pinkeln nicht hin. Es ist gefährlich. Es bleibt nämlich Restharn in der Blase zurück. Und das kann kanzerogen sein. Ne? Das heißt, einer Frau, der am Funktionieren, am Funktionieren des partnerschaftlichen Genitals gelegen ist, der sollte über diese Tröpfchen hinwegsehen. Das sind so Meldungen. Du spürst, es gibt einen gewissen Anteil von Feministinnen im Publikum, die dachten, ich will den Blome zurück. Ja. Woher kommt die Angst vor Krankheiten? Hattest du wirklich so viele, dass du so viel Angst davor hast? Oder ist das wirklich völlig irrational und du denkst einfach, bist du auch so jemand, du sitzt im Flugzeug, denkst, oh Gott, der neben mir hustet, ich bind mir einen Turban um den Kopf? Nö, das nicht, aber es ist einfach so, wenn du als Kind wie ich 23 oder 24 Mal in Folge Mittelohrentzündung hast, immer auf dem rechten Ohr,
Also ich, wenn ich jetzt andersrum säße, würde ich dich gar nicht hören. Hier habe ich noch knapp 30% Hörkraft. Und du hast immer, also war dann im Wochentakt, du kriegst immer den Arsch voll Penicillinspritzen. Und diesen, kennst du das mit dem Kuckuck? Dieser Ball, kennen Sie das? Den man in die Nase kriegt und dann drückt der Arzt den zusammen und dann sagt er, sag mal Kuckuck. Und dann hat dich der Schmerz schon bewusstlos gemacht durch diesen. Also ich hatte relativ viel mit Ärzten zu tun. Ich weiß nicht, ob es davon kommt. Ich bin einfach nicht gerne krank. Da unterscheiden wir uns jetzt total. Ich lag wieder auf Leben und Tod mit dieser Mittelohrentzündung im Wohnzimmer und da lief Freddy, Heimweh. Kennen Sie noch, ne? Komm, wollen wir das einmal zusammen singen? Sie singen, so schön, schön war die Zeit, so schön. Brennend heißer Wüstensand. Fern zu fern dem Heimatland. Kein Gruß, kein Scherz, kein Kuss, kein Herz. Ah, das ist spürst du die Publikumsspaltung an dieser Stelle? Nein, nein, nein. Ich spüre das unendliche Glücksgefühl, das die durchweht hat, die es kannten, und das den Neid der anderen, die es nicht kennen. Und sagen, warum bin ich so spät geboren? Ja, oder die pure Fassungslosigkeit, dass Leute mitsingen. Nein, nein. Das kann es auch sein. Nein, nein, aber weißt du, was ich mich frage? Wie kann ein Mensch, der, was ich gut nachvollziehen kann, so viele Ängste hat, dann tatsächlich 3 Jahre bei der Bundeswehr zubringen und dort Offiziersanwärter werden? Das hast du ja getan. Das muss man wirklich sagen, das war eine gezielte Desinformation, gepaart mit dem Wunsch meiner Eltern, nicht vor Gericht zerren zu müssen. Denn das war damals die Zeit, wo das per Gesetz, wo befunden wurde, wie viel BAföG man bekam und wie viel die Eltern zu zahlen hatten. Das war dann wirklich eine Verhandlung. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und wenn man sich 3 Jahre verpflichtet, es gab richtig klotzig Geld. Und dann kam der Standortälteste, also der höchste Offizier Aachens, Stammgast bei meinem Vater in der Striptease-Bar, und sagte, schick mir doch mal deinen Jungen, dann höre ich mir mal an, was er werden will. Ich wollte Journalist werden zu der Zeit. Sagt er, wenn du Journalist werden willst, musst du dich verpflichten. Dann kriegst du eine Journalistenausbildung im PSK-Sendebataillon in Andernach. Sage ich, ist das auch garantiert? Ja, selbstverständlich. Und das war halt glatt gelogen. Ich fand mich dann irgendwann im Fernmeldebataillon wieder. Sagte, was ist eigentlich mit meiner Journalistenausbildung? Was? Und dann war ich beim Einzelkämpferlehrgang. Das war auch schön. Und diese und Fahrschule. Ich sollte ja alle Führerscheine machen. Ah, natürlich. Ideal. Für dich natürlich perfekt. Als erstes habe ich ein Motorrad die Wand hochgefahren. Dann kam der Unimog, der hatte das Zwischengas. Weiß nicht, ob sich jemand auskennt. Zwischen dem mit zweiten und dritten Gang, glaube ich. Das habe ich, diese Nuss habe ich nicht geknackt. Und ja, war eine schöne Zeit. Aber ich hatte dann am Schluss das Geld und meine Eltern hatten ihre Ruhe und ja, es zog sich. Ich gebe zu, diese 3 Jahre haben sich gezogen. Das kann ich total gut verstehen. Wir haben vorhin ja lustigerweise in der Garderobe darüber diskutiert, über dass wir alle noch zu dieser, also Enno und auch ich, wir wurden ja noch gemustert. Und ich weiß nicht, was warst du, T2? Und ich war T2 und habe Berufung eingelegt und wurde dann nachträglich noch T5 gemustert. Wie hast du das gemacht? Ich habe Allergien und bin kurzsichtig und habe einen Spreiz-Senkfuß. Der arme Mann. Jürgen, ja. Da kackst du ab gegen. Ich habe einen Senkspreiz-Knickfuß. Jetzt erzähl doch nichts hier. Und meine Brüder hatten nur eins von dem jeweils. Und ich hatte alles zusammen. Und die wurden schon ausgemustert. Da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, dass ich eingemustert, also dass ich eingezogen werde. Und dann bist du T5 geworden? Ja. Krass. Ich war ohne. Dann habe ich das Auto auch bekommen von VW. Ich war ohne all das T3 und hätte machen müssen, aber habe dann einen Zivildienst gemacht. Aber man hat ja damals wirklich alles getan, um drumherum zu kommen. Das kennen die jungen Leute ja heute gar nicht mehr, die uns Öffentlich-Rechtliche nur über die sozialen Medien und das Internet kennen. Kleine Anspielung. Wenn Sie die nicht verstehen,
spulen Sie zurück, gucken Sie den ersten Teil. Jürgen, ich möchte dir kurz noch ein Zitat vorlesen und möchte gerne wissen, ob du noch weißt, wann das wo stand. In der Tat verkauft von der Lippe seine vorsätzlich blöden Scherze in der schmierig-tuntigen Manier eines Rummelplatz-Konferenciers und unterbietet mühelos jedes Niveau. Mhm. Wann war das wo? Das war, ich werde diesem Herrn nicht den Gefallen tun, seinen Namen der Vergessenheit zu entreißen. Aber du weißt ihn noch und das war das Entscheidende, du weißt ihn noch. Ich weiß ihn noch. Und war Spiegel. Genau, das war der Spiegel, richtig. Und zwar wann? Weißt du noch wann? Es war bei Donnerlippchen auf jeden Fall. Ja, 1986. Mhm. Genau, ja. Ging dir so eine Kritik damals nahe? Geht sie dir heute nahe? Ja, vor allen Dingen, weil er hat sich, war echt ein fieser Typ. Der hat sich angeschleimt, hat auch freundlich gemacht, wollte ein stundenlanges Interview zu einer Zeit, wo ich probte. Und das war ja nun die erste große Show. Ich hatte wirklich was anderes zu tun, als Interviews zu geben. War auch scheiß nervös. Und dann hat er geschleimt und dann hat er das geschrieben, was er natürlich machen kann. Ich habe im Übrigen mal nachgeguckt bei den Kollegen Frankenfeld, Kuhlenkampf. Die haben alle solche Kritiken bekommen. Alle. Also wer das nicht hat, der gehört nicht dazu. So ist es. So, noch ein Zitat. Man kann seine Karriere als einen langen Kampf gegen die Unvereinbarkeit von Zote und Goethe lesen. Müssen wir da immer noch gegen ankämpfen oder ist Goethe und Zote nicht mittlerweile auch in einem Satz machbar, einfach weil es irgendwie auch alles zusammengehört und Goethe auch Zoten mochte? Ja, seit reinlich bei Tage und Seusch bei Nacht, so habt ihr es im Leben am weitesten gebracht, Goethe. Und wer sich dem Sittengesetz unterordnet als Künstler sinngemäß jetzt, der sollte sich gleich einen Mühlstein um den Hals hängen und sich ertränken. Also, ich bin auch wirklich langsam, bin ich müde, das immer wieder zu erklären. In englischen, amerikanischen Comedy-Lehrbüchern ist das Sexuelle als Technik beschrieben, nicht als Thema, als Technik. Das gehört selbstverständlich dazu. Warum? Weil wir alle auf diese Weise entstanden sind. Jeder glaubt, etwas davon zu verstehen. Die meisten mögen es und die meisten haben sich schon scheitern gesehen. Und Comedy ist der Bericht vom Scheitern. Und das ist nun mal das interessanteste Thema. De facto nimmt es auch nur 10% meines jeweiligen Programms ein. Aber es wird halt nur über diese 10% berichtet. Wenn ich mit dem kategorischen Imperativ um die Ecke komme, schreibt es keine Sau. Ne? Und auch da sagt Goethe, ein jeder hört nur das, was er versteht. Und das... Einmal Goethe gesagt, drei Zitate rausgehauen, das ist... Aber ich neige nicht zum Angeben. Ich könnte genauso gut über Helene Fischer sprechen. Das natürlich. Wir wollen gerne ein kleines Spiel mit dir machen, lieber Jürgen. Sehr gerne. Und zwar hast du ja eine sehr, sehr schöne Literatursendung im WDR-Fernsehen gehabt. Sie hieß Was liest du? Sie ist leider... Die ich gerade auf meinem YouTube-Kanal fortführe unter dem Titel Lippes Leselust, habe ich finanziert. 4 Folgen mit Jochen Malmsheimer, die dritte ist gerade raus. Großartig, kann jeden nur herzlich einladen. Schön, dass du mir die Anmoderation abnimmst. Oh, entschuldige bitte. Genau das wollte ich nämlich gerade erzählen. Ehrlich? Ja, natürlich. Da sehen Sie, wir haben kein Wort abgesprochen. Nichts ist abgesprochen. Ich wollte gerade erzählen, deine Sendung ist eingestellt worden vom WDR-Fernsehen. Du bist zu YouTube gegangen, hast es dort fortgesetzt als Lippes Leselust, machst es jetzt online. Ja. Und ich möchte gerne mit dir zusammen ein kleines Spiel machen. YouTube ist ja eine Welt, sagen wir mal, da findet ja sehr vieles statt, was geschmacklich sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich möchte jetzt gerne gucken, ob du bei YouTube auch wirklich angekommen bist. Kennst du sozusagen deine digitalen Nachbarn, deine Konkurrenten? Du meinst die Mitbewerber? Ja, die und andere. Wir spielen ein Spielchen, wir haben es genannt Donnertübchen. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich gebe dir hier ein Buch. Draußen steht Conradi, das große deutsche Gedichtbuch, ist natürlich gelogen. Hier drin haben wir jede Menge Zitate von YouTubern. Und du liest diese Zitate vor und musst tippen, von wem diese große Literatur auf YouTube veröffentlicht wurde. Aber das sind jetzt diese juvenilen
Das sind junge Mitbewerber, die nicht deiner Generation entsprechen, aber sich auch bemühen, ein Publikum zu bekommen. Vielleicht nicht mit Goethe-Zitaten, dafür aber mit anderen Mitteln. Und wir wollen sehen, ob du dich schon auskennst bei deinen Kollegen. Ich bitte dich, das vorzulesen. Das hier? Ja. Und zwar in schönster literarischer Manier, so wie wir es von dir kennen. Hey Leute, kennt ihr diesen Moment, wenn es Freitag ist und ihr euer Leben einmal wieder genießen wollt? So true. So motherfucking goddamn true. Amenakoi. Was auch immer das bedeutet. Hoch die Hände, geile Weiber, so genießt man's Leben. Ist das nicht manch Leben? Ja. Wochenende, geile Leute, auf jeden. Hoch die Hände, Eskalation, Amena. Amena, ist das die weibliche Form von Amen? Das war jetzt ein... Erklär ich dir gleich. Wochenende, hoch die Hände, Wochenende, hoch die Hände, Wochenende, hoch die Hände, hoch die Hände, Wochenende, Abrissparty ohne Ende. Eskalation, hoch die Hände, Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Unsere Zeit wird zur Legende. Amenakoi. Wer ist das und wie hoch ist die Auflage oder wie man im Internet sagt, die Klickzahl dieses Postings? Ich kenne nur die Lochis, also ist einer von den beiden. Nein, es sind nicht die Lochis. Es ist Hans Entertainment. Der Song heißt Hoch die Hände, Wochenende, 18,6 Millionen Klicks und so sieht es aus. Jo Leute, kennt ihr diesen Hans Entertainment-Moment, wenn es Freitag ist und ihr einfach euer Leben mal wieder genießen wollt? So true. So motherfucking goddamn true. Amen, Akkoi! Amen! Geile Weiber, so genießt man's Leben. Geile Leute, auf jeden! Eskalation! Amen! Ja, das ist natürlich jetzt nicht fair, mich mit einem so attraktiven jungen Künstler da komme ich natürlich nicht mehr. Aber nee, ich dachte eigentlich, es war eine gewisse Ähnlichkeit da. Ich hatte mich gefragt, ob es verwandtschaftliche Beziehungen gibt, aber hab dann davon abgesehen, das zu erwähnen. Vorsicht, der Mann hatte Hängetitten. Oder der Mann heißt übrigens Christopher Kjell Hans, kommt aus Kenzingen bei Freiburg und ist mittlerweile zum Islam konvertiert, nachdem er nach einer Predigt von Sven Lau und Pierre Vogel überzeugt worden ist. Hat am Freiburger Hauptbahnhof einem Rentner einen Kaffee ins Gesicht geschüttet, nachdem der ihn aufgefordert hatte, seine Zigarette auszumachen. Mehrfach vorbestraft, aber sonst ein super Typ. 18,6 Millionen Klicks, Hans Entertainment, wenn Sie sich mal intellektuell berauschen lassen wollen, meine Damen und Herren. Schalten Sie ein. Wir kommen zum nächsten Zitat. Wolltest du noch was sagen? Gerne. Also ich wollte nur sagen, dass das YouTube ja jetzt nicht unbedingt nur ein Jugendheim notwendigerweise ist, sondern ich möchte es zu einem Mehrgenerationenhaus umsteilen. Mein Gott, bei Springer würde man sagen, das klingt ja scheiße öffentlich-rechtlich. Bitteschön. Das hier, allererste, was ihr machen müsst, ist natürlich die Haare waschen. Meine Haare sehen so aus, nachdem ich sie gewaschen habe. Sehr platt und hässlich. Könnt entweder, damit die Haare sich an die Kopfform anpassen, für circa eine halbe Stunde eure Lieblingsmütze tragen. Oder ihr nehmt einfach einen Kamm und einen Föhn und föhnt einfach hinter der Kammbewegung hinterher, dass sich halt einfach die Haare nicht so aufbauschen, dass es sich nicht verstrubbelt und dass einfach ein gutes, an den Kopf liegendes Ergebnis erzielt wird. Weißt du, wer das ist? Den könntest du, wenn du kennst wirklich nur die Lochis, den könntest du kennen. Das ist wirklich einer, der packt auch Rossmann-Tüten vor der YouTube-Kamera aus. Weißt du, wer es ist? Nee. Sami Slimani, das ist das Video Justin Bieber Hairstyling in Minute. 6,25 Millionen Klicks und so sieht es im Original aus. Das allererste, was ich machen müsste, ist natürlich die Haare waschen. Meine Haare sehen so aus, nachdem ich sie gewaschen habe, sehr platt und hässlich. Könnt entweder, damit die Haare sich an die Kopfform anpassen, für circa eine halbe Stunde eure Lieblingsmütze tragen. Oder ihr nehmt einfach einen Kamm und einen Föhn und föhnt ganz langsam hinter der Kammbewegung hinterher, dass sich halt die Haare einfach nicht so aufbauschen, dass es sich nicht verstrubbelt und dass einfach ein gutes an den Kopf liegendes Ergebnis erzielt wird. Cool, ne? Ich,
Mir geht im Moment durch den Kopf, wie viel Geld ich in diese Leselustproduktion. Wozu ist Satire da, lieber Jürgen, um Missstände deutlich zu machen? Ich bin auch wenn es nur der Missstand ist, dass du an der falschen Stelle Geld ausgegeben hast. Darf ich dich noch um eines bitten? Ich habe noch eines hier. Es gibt übrigens in Amerika gibt es einen, weiß ich nicht, 13-Jährigen, dessen Vater seit einiger Zeit, früher haben sie so kleine Filmchen mit Knetfiguren gemacht und jetzt lässt er seinen Sohn, oder er ist noch jünger, lässt er seinen Sohn Spielzeug testen und damit machen die weit über 1 Million im Jahr. Siehst du gibst Geld aus, andere nehmen es ein. What goes wrong? Ja. Jürgen, du solltest dir Gedanken machen. Nein. Ich biete dir eine Beratung an. Du weißt ja, ich tue es nicht wegen des Geldes. Nein, du tust es wegen dem Geld. Natürlich, ja. Das ist der wesentliche Unterschied. Ja, natürlich. Bitteschön. Heute bade ich in Nutella. Aber nicht nur in so wenig Nutella. Heute bade ich in viel Nutella. Wir haben hier tatsächlich 40 Kilo Nutella. 40 Kilo und noch ein bisschen was. 40 Kilo Nutella. Leute, ein Ding hat 4 Kilo. Und zwar haben wir das letzte Mal ja in Wackelpudding gebadet. Und da habe ich gefragt, in was soll ich denn das nächste Mal baden? Und ihr seid so durchgedreht und es hat in so vielen Kommentaren drin gestanden, Nutella, Nutella, Nutella. Deswegen bade ich heute in 40 Kilo Nutella. Pures Nutella. Oh mein Gott. Ja. Du kannst es doch. Das, guck mal. Das kann ich. Ja. Das so. Kann, pass auf, das ist so, wenn du das so vorliest, brauchst du keinen Nutella mehr. Das reicht. Das ist die Ururenkelin von Kleopatra. Ne? Die hat's ja in Der Typ heißt Simon Desiu, 2,8 Millionen Views für Baden in 40 Kilo Nutella und er hat es wirklich gemacht. Wie, das ist ein Typ? Ja, ein Typ. Tatsächlich 40 Kilo Nutella. Warte mal. 40 Kilo und noch ein bisschen was. 40 Kilo Nutella, Leute! Ein Ding hat 4 Kilo. Und zwar haben wir das letzte Mal ja das Wackelpudding gebadet und habe euch gefragt, was soll ich denn das nächste Mal baden? Und ihr seid durchdreht. Und ich habe so viele Kommentare gelesen, wo stand Nutella, Nutella, Nutella. Deswegen bade ich heute in 40 Kilo Nutella. Was hat der eigentlich mit der Nutella anschließend gemacht? Irgendwas Versautes, was wir nicht wissen verkauft? Wollen. Hast du mal in einem Moorbad gesessen? In Nein! Einem Wellness-Tempel? Noch nie. Nein, ich habe da drin gesessen und es wird ihm ja Heilkräfte zugeschrieben, dem Moor als solchem. Also dem Bad. Warte, Mayo-Bad oder welches Bad? Mayo-Bad. Der Mario-Bad. Und dann habe ich anschließend gefragt, ob dieses Bad denn immer, ob jeder Klient ein eigenes frisches Moorbad kriegt, da sagen die, nö. Und in diesem Moment sah ich mich in einem Schlamm sitzen, in dem vor mir vielleicht schon 100 Menschen unterschiedlichsten dermatologischen Zustandes gesessen haben und auf der Stelle formierten sich keilförmig 3 Herpesbläschen an Lippe und Genital. Und haben sich unterhalten. Blendend und Jürgen, wenn Sie noch keine Ängste haben, meine Damen und Herren, gehen Sie ins Moorbad. Dann spätestens haben Sie Grund, welche zu haben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke Große dir. Ehre, dass du gekommen bist. Jürgen von der Lippe, 9. bis 15. November, live in den Wühlmäusen mit dem aktuellen Programm Der König der Tiere. Jürgen von der Lippe, große Ehre. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Danke dir. Jürgen von der Lippe. Von der Lippe.
Unsere letzte Künstlerin heute Abend ist eine großartige Kollegin. Sie legt Wert darauf, dass sie Katie heißt. Deswegen soll ich auf keinen Fall Kathi sagen. Privat sage ich immer Kathi, weil ich mir Katie nicht merken kann. Diese Anglizismen widerlich. Aber heute Abend muss ich es einfach machen, auch gegen meinen Willen. Ich freue mich sehr, dass sie gekommen ist. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus the one and only Katie. Und Sie werden sagen, was ist der Vorname Katie, wenn ich diesen großartigen Nachnamen höre? Freudenschuss. Katie Freudenschuss. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Abend. Vielen, vielen Dank. Ja, so, ich freue mich sehr, hier als Letzte heute Abend noch auftreten zu dürfen. Ihr habt es schon gehört. Ja, es klingt so ein bisschen affig, aber mein Name ist halt Katie Freudenschuss. Also, es ist ein Künstlername, ja. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil die Leute reagieren immer so ein bisschen komisch bei dem Namen. Katie Freudenschuss, so heißt ja keiner. Mein bürgerlicher Name ist Katja Freudenschuss. Ja, ne, das, ihr lacht, aber was willst du werden mit so einem Namen? Ne? Du kannst nur hier landen oder... Gut, im Studium hatte ich hatte einen Nebenjob erstmal. Ich habe als Rezeptionistin gearbeitet, das war sehr schön, das war bei einer Samenbank. Die hatten mich also direkt eingestellt, ne, habe ich nur die Herren begrüßt. Herzlich willkommen bei Sperm to Leave. Mein Name ist Freudenschuss. Hier ist Ihr Becherchen. Ne? Ja. Zum Glück sind diese Zeiten lange vorbei, deswegen darf ich ja hier auch als Letzte auftreten. Ich bin ja dann Künstlerin geworden, hatte ja sehr, sehr schnell Erfolg. Es kam der Welthit, der Rest, naja, ist ja bekannt. Ich sehe ja auch die Erwartungshaltung in euren Blicken. Das ist aber für mich Alltag, also ich gehe damit um. Das ist ja für mich eine normale Situation. Und jetzt habe ich eben gehört, ihr habt ja auch schon so schön mitgesungen beim Herrn von der Lippe. Ich würde also ganz gerne, dass wir das alle so ein bisschen aus dem Kopf kriegen, einmal kurz meinen Welthit nochmal mit euch singen. Ich dachte, ihr fangt an und ich komme dann dazu. Ist das nicht bis... Pass auf, doch, ich bin mir ganz sicher, ihr kennt den alle noch. Pass auf. So, einmal ganz kurz. Oh. Sitzen ist auch mal gut, oder? Ganzen Tag nur gelegen. Du. Ah, so, pass auf, jetzt aber der Welthit. Schon der mitzige Teil. Wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. Frisch gegrillt, würzig, kross, da muss jeder gleich ran. Bratmaxe schmeckt, ob groß oder klein. Und weil sie immer gelingt, stimmen alle mit ein. Alle. Unsere Bratwurst muss Bratmaxe von Maika sein. Das ist für mich immer der emotionale Höhepunkt des Abends. Es ist so ein scheiß gutes Gefühl, wenn die Fans noch da sind nach all den Jahren. Aber kennt ihr noch das Lied, oder? Das habe ich gesungen damals, lief ja rauf und runter, Radio, Fernsehen, das ging ja über Nacht, war ich ja das Wurstgesicht von Deutschland. Wir mussten natürlich sofort nachlegen. Also wenn du so einen Hit hast, du darfst halt nicht, weißt du, das muss schnell gehen. Wir sind dann mit Rügenwalder rausgekommen. Also ich bin Wurstsängerin. Ja, Wurst geht unheimlich gut mit meiner Stimme. Haben die also in der Marktforschung, hat man das getestet. Da ist diese eine Frequenz, ne? Einfach mal die Augen schließen, dieses ne, da schmeckst du die Zartheit des Saitlings. Ja? Und ich hätte so gerne auch mal was Anspruchsvolles gemacht, sowas wie Musterhaus, Küchenfachgeschäft oder Kleidung, Kleidung, Kauf am Baguette geht der Textil nicht kommt, Schneeke. Aber nix, Leute, ich bin
auf der Wurst hängen geblieben, wie man so schön sagt. Das ist nicht schön. Und ich wollte raus, ja, ich wollte raus aus dem Enddarm auf die großen Showbühnen. Und ehrlich gesagt, seid ihr heute Abend so ein bisschen meine letzte Chance. Also, dass ich einmal einen Hit habe, jetzt außerhalb vom Wurstsegment. Ich wollte eigentlich was schreiben. Ich habe jetzt erstmal nichts vorbereitet so direkt, habe aber einen Blog mit. Und ich würde jetzt gerne mit euch den Hit des Abends kreieren, denn ich bin in dem Alter jetzt, wir haben es ja gehört, wenn das Östrogen und so, also bei mir geht das alles noch, aber als Frau, du hast nicht ewig Zeit. Ne? Ich bin jetzt so irgendwo dazwischen, noch knackig, aber schon dankbar. Ne? Also wäre ganz schön, wenn wir das jetzt gemeinsam einfach, ihr als Autorenteam, ihr als Berliner Stimme des Volkes, ich stelle einfach mal so die offene Frage, was war heute Abend, was hat euch, welcher Künstler hat euch gefallen, so einfach Schlagworte des heutigen Abends und ich verwurste das dann zu eurem Song und hoffentlich wird es dann unser gemeinsamer Hit. Ich bin bereit, haut raus, was in diesen Song rein muss. Tiger. Tiger. Ihr habt einen... Bitte? Rundfunkbeitrag. Ja, das sind Worte, das wird emotional. Das sind, da werden Hymnen gemacht. Hier, ich brauche richtig viel. Haut raus. Moment, Las Vegas. Nutella. Nutella. Ja. Bitte? Die Bild. Bitte? Es klumpt. Ja. Moment, hoch die Hände, Wochenhände hat sich, hoch die Hände, Wochenhände. Ich höre was mit Klum und Diplom, sagen Sie das noch? Für mich war es jetzt ein sehr, sehr schönes Geräusch, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Entschuldigung, noch mal einmal. Jetzt klatscht der selber. Habt ihr es verstanden? Machen Sie das Geräusch noch einmal für mich? Ich meine das nicht böse. Ich habe ja ein Mikrofon, Sie nicht. Ja. Okay, du bist die schönste Diplom. So. Du bist die schönste Diplom. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was gibt's noch? Schlagzeilen oder vielleicht auch Künstler oder auch Namen, die drin vorkommen sollen? Goethe. Goethe und Sahara-Sex, natürlich. Helene Fischer, ihr habt richtig aufgepasst heute Abend. Chin Meier in den Wühlmäusen am 17. November! Oh, Chin Meier in den Wühlmäusen. Am 17. November, alles klar. Mhm. So, ich nehme noch so 2, 3, 4. Geld vorhanden sein. Geld vorhanden sein. Geld? Geld vorhanden sein. Schalala. Geld vorhanden sein. Schalala. Sehr, sehr schön. Geld vorhanden sein, schwarze Null. Gibt es noch, Florian, hast du noch Wünsche? Ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Mach doch einfach aus Melancholie hier in Berlin, mach doch einfach irgendwie irgendwas mit Air Berlin. Aber was Nettes. Was mit Air Berlin? Genau. Nach irgendwas mit Medien, irgendwas mit Internet kommt irgendwas mit Air Berlin. Internet und Medien, gut. Sonst noch irgendwelche Politikernamen oder Künstlernamen, die rein sollen? Was? Lippe. Lippe. Cum-Ex kommt auch immer gut. Wer? Sehr Cum-Ex-Geschäfte, auch sehr emotional. Ja, Cum-Ex-Geschäfte. Das sind ja die ganzen Helene Fischer-Songs, sind ja letztendlich mit dem Thema. Gut. Ich, was? Jamaika. Okay. So, ich habe das jetzt sehr, sehr schnell aufgeschrieben. Ich lese noch einmal für mich und euch. Tiger, Rundfunkbeitrag, Las Vegas, Nutella, die Bild. Es klumpt hoch die Hände. Wochenende, du bist die schönste Diplom. Goethe, Sahara-Sex, Helene Fischer, Chin Meier in den Wühlmäusen. Geld vorhanden sein, schwarze Null, was mit Air Berlin? Internet, Medien, Lippe. Cum-Ex-Geschäfte und Jamaika. So, damit es jetzt auch wirklich ein Hit wird, haut mir mal einen Hit raus, einfach den es schon gibt. Irgendwas, was wir kennen, Deutsch, Englisch, egal. Impro ist so ein Risiko, Katie. Impro ja. Ist so ein Risiko. Ja, ich nehme noch was anderes. Marmorstein und Eisen bricht. Ja, was noch? Komm, haut noch einen raus.
Marmor, Stein, Eisen, Just a Gigolo und was war das noch? 99 Luftballons. Okay, das soll einmal reichen. Damit sind wir ja die nächsten 3 Stunden noch beschäftigt. Ich versuche jetzt aus dem euren Hit, unseren Hit des Abends, einmal zu bauen. Ja, Geld vorhanden sein. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Ja. Hast du etwas Zeit für mich? Dann sing ich ein Lied für dich, in dem die Tiger schlafen gehen. Las Vegas, das wär wunderschön. Heute kommt man in den Mädchenwald, macht man sich in Nutella breit und erzählt's nachher dann der Bild. Die schreibt dann, es war braun und wild. Sehr tief. Okay, pass auf. Nimm das Goethe-Zitat von mir. Dam, 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 dam. Bist du traurig, dann sagt es dir, dam, 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 dam. Steht in den Medien nur was von Cum und Ex oder von Sahara-Sex, dann lies Goethe und dann wirst du sehen, Literatur ist auch manchmal schön. Ich hab kein Reim auf Null, doch ich bin ne schwarze Null und die gibt's leider nicht bei Air Berlin. Ich hätt gern was Schönes gesagt, der Florian hat gefragt, doch mir ist leider nix mehr eingefallen. Jamaika geht am Schluss und wenn ich sagen muss, Chin Meyer, der spielt in den Wühlmäusen. Am 17. na klar, und ihr alle seid ja da. Denn Hände hoch, hoch die Hände, Wochenende. Du bist die schönste Diplom. Diplom, Diplom. Gleich geschafft. Sahara-Sex, Helene Fischer noch zum Schluss, denn das ist ja ein Muss. Rundfunkbeitrag los durch die Stadt, die dann leider nichts mehr zu bieten hat. Rundfunkbeitrag los, das kann nicht sein, dann wird es nur noch dümmer sein. Es klumpt von allen Enden dann, und dann fängt das Ende ganz schön an. Denn eins muss man sagen, lieber öffentlich-rechtlich als öffentlich-rechts. Dankeschön! Vielen Dank! Dankeschön! Dankeschön, sehr gerne. Vielen Dank. Das war die große Radio 1 Satire-Show, Ausgabe 30. Oktober. Chin Meyer, 17. November, Wühlmäuse, 18. November, Timo Bob.
Wir sehen uns wieder am 4. Dezember mit Nico Semsrott, Christine Preyon, Friedemann Weise und vielen anderen. 4. Dezember, 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, gute Nacht und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dankeschön.